Das ist dann, das ist ja schon so ein Standardtermin quasi. Dass ich doch dann... Freunde, geht's euch allen gut da draußen? Geht's euch gut? Und freut ihr euch heute schon auf den Stream? Geht's euch gut? Das ist ja, ich habe vorhin, ich habe wieder meinen Tisch zerlegt und es ist so, dass, ja, Ton müsste da sein. Ton müsste da sein. Ach du Scheiße. Sind denn da schon für Leute? Alles SUVs. Okay, gut. Ja, was wir hier heute machen, ist, wir werden heute ins ehrenwürdige Mechaniker-RP eintauchen. Viele haben es sich gewünscht und ich werde das heute machen, weil ich selber drauf Bock habe. Weil in der Werkstatt ist so viel los und ich will da heute mal endlich das Mechaniker-RP jetzt einmal fühlen. Ich sollte als Chef irgendwie auch mal können, wissen, was da abgeht. Deswegen werde ich mich heute mal eintauchen und ich werde dann auch noch, heute wird es noch Lohnauszahlung geben bei Autohaus. Da muss ich noch ein Fahrzeug übergeben, so ein Special Tuning Auto. Und einfach mal Mechanikerdienste durch raiden im RP. Ne? Wenn ihr euch drauf freut, dann lasst ihr eins da in Chat. Hallo Mirko, hallo. So, ich werde natürlich wieder mit meinem ehrenwürdigen Karren wegfahren. Denkt sich so wahrscheinlich, ah, der Mechaniker da so, ja. Und dann kommt so ein Auto hier raus. Geil. Ich trau mich da schon voll rein. Ich habe auch geschaut, ob der ehrenwerte Matze da ist. Matze. Ja. Und dass wir da heute gemeinsam ein bisschen RP spielen können. Freue ich mich schon drauf. Und hier die Werkstatt rocken. Weil ich habe gehört, die Werkstatt, wie viele Mechaniker sind, 9 Stück sind da. 3 Autohändler, 2. Und ich habe gehört, dass in der Werkstatt richtig Stress ist. Aber das ist gut. Da wird nämlich viel los sein und da können wir dann auch richtig... Nehmen wir die Abkürzung hier, oder? Ja, erstmal eine Schramme reinfahren. Danke dafür. Danke dafür, Johannes. So. Eingeparkt haben wir. Wir treten an in den Dienst. Du hast nur 5 Millionen dabei. Ah, das stimmt. Die muss ich natürlich... Was habe ich denn sonst alles mit? Die muss ich natürlich noch... Hallo? Hallo? Die muss ich natürlich noch vernichten. Habt ihr recht, das ist noch nach meinem letzten Admin-Dienst. Die muss ich vernichten, weil ich glaube, ich habe irgendwie $7000 oder so gehabt. Ich glaube aber, diese Mistkübel da oben, die funktionieren nicht. Aber doch, lass mich mal checken. So, gehen wir Geld wegschmeißen, oder? Schmeiß mal weg. 4.922.000. Ah, das stimmt was nicht so. Ah, ja. Es gehen, glaube ich, nur die blauen Mistkübel. Das ist schlecht. Gekommen. Wo man da blaue Donne? Muss ich jetzt extra zum Müll fahren? Fahren wir zum Müll. Komm, fahren wir weg da. Oh, jetzt die blaue Donne suchen, wo eigentlich das Metall reingehört. Bei uns schmeißt man da... Ah, das ist die falsche blaue Donne. Auch die falsche blaue Donne. Ich glaube, da hinten gibt es aber so einen Müllpark. Ja, da. Ich glaube, da habe ich immer... Ah, das ist ja auch die grüne Donne. Ah je. Also, wo will ich... Ich brauche eine blaue. Gibt es mal eine blaue Donne? Irgendwo da hinten habe ich es immer. Da sind die Donnen, da sind sie, da. Den Müllpark meine ich. Mein Zuhause, super. Was weg. Schmeiß mal weg, die Scheiße. Muss zu einem Mülleimer. Willst du mich... Wolltest du mich gerade raulen? Wird's da irgendwo ausgeraubt, Alter, weil sonst kriege ich noch... Hallo... Ich bin doch bei einem Mistkübel gekommen. Leck mich doch am Arsch. Ich muss doch wohl irgendwo... Ich muss doch nur zum Mistkübel. Blau ist bei euch Papier. Komm, leck mich doch am Arsch. Ich muss irgendwo zu einem Müll. Weißt du was, ich fahr zu der anderen Müllstation jetzt, Alter. Ich habe nämlich auch noch in Erinnerung, dass jede Mülltonne... Dass jede Mülltonne geht, aber ja. Gekommen, Alter. Alter, jetzt. Na, endlich. Let's go.
So, jetzt habe ich noch 7000. Gut. Gut. Erstmal ein bisschen Geld da verbrannt. Ist es normal, dass man deine FPS sieht? Ach, das war letztens noch von Dev-Zwecken. Das kommt raus, wenn man am Server devt. Ach, der will auch da rein. Sorry, Bro. Weiß nicht. Ja, Freunde. Deffen und dann noch hier. Ich muss mir mal einen extra Admin-Jar machen, wo ich eigentlich nicht die ganze Struggle da habe. Alter. So. Das Ding ist, ja, ich hab vorhin. Es ging einfach nicht. Jetzt hat es funktioniert. Weiß nicht. Ich hab das eigentlich richtig gemacht, aber irgendwann ging es jetzt. Nachdem ich irgendwann ein L gespammt habe wie ein Verrückter. Was machen da schon wieder die ganzen Autos? Oh, wieder mehr aufgerammt. Oh, schon. Die Bude ist voll, Freunde. Die Bude ist randvoll. Sportfahrwerk habe ich genommen. Tschüss, wer ist neues Tor? Ja, was? Servus. Hallo. Da oben höre ich einen Shido. Wenn du in Dienst kommst, darfst du nicht alleine in Dienst gehen, sondern immer mit jemand anderem. Also, sehr was, Shido. Sieh hier was. Und hi. Und im Funk darfst du dich dann mit. Grüßi. Genau, Grüßi. Eine wunderschöne Kunde. Bist du Depp? Das sind schon die Boliden. Gut, dann bis gleich. Prima, bis gleich. Wem gehört denn das schöne Teil da? Das habe ich mich auch schon gefragt. Irgendwo erkenne ich das Fahrzeug. Ah! Meins ist es nicht. Deins ist es. Deiner steht da drüben. Ich hab Furious 2, ja. Ja, gut, dann. Meine beiden stehen jetzt da drüben. Siehst du das, was da steht? Ja, bitte, schon der Subaru. Ich bin jetzt arm. Ich kann heulen. Ja, du bist jetzt reich an zwei neuen Autos. Oder an das einem. Ist richtig. Eins ist ja aus der Lotterie. Richtig, ja. Ah, oh, mega gut. Ja, der gehört dieser schöne Ding da. Gell? Ja. Ja. Mega gut. Super. Also ein Nicht-Subaru. Oh je. Quasi. So, was ist mit dem Subaru? Das ist ein Nicht-Subaru. Ja, richtig. Ja, das ist keiner. Mal. Beziehungsweise auf dem Kennzeichen steht's, was für eine Marke das ist. Ja gut, ich glaube, ich habe ein bisschen Probleme mit der Brille, wenn ich da aus der Entfernung drauf schaue. Na, das ist custom-made, das ist einfach debadged. Das ist einfach so für die Optik. Ja. Dein Kennzeichen. Du bist eigentlich, ja, klar. Shido ist eigentlich schon so Oberstinker da. Ja, natürlich. Du musst nur riechen, dann riechst du ihn. Ah, ich geh mal immer der Nase nach. Ich glaube, der ist hinten beim Tuning. Geh mal meinen Stinker suchen. Batman. Servus, die Wadeln. Servus. Hallöchen. Schau, da ist der Stinker. Ist er das? Ist das der Stinker? Das ist der Stinker. Shido hat gesagt, immer der Nase nach und ich komme dann wirklich zum Alter. Ziel. Alter. Hast du den Boss nicht gleich so freuen, wenn du mich siehst? Digga, du hast mich gerade des Todes erschreckt. Nein, habe ich nicht. Du nicht so. Nee, tu nicht so. Ja, habe ich ja nicht. Nö. Was geht? Nö. Was geht? Was geht? Was geht? Zit. Na, alles fit? Ja, voll im Stress. Das ist das erste Mal, dass wir gleich gut ausschauen. Schau mal, wie schnieke das Outfit bitte. Ich habe mich vorhin eingekleidet. Mhm. Ich habe den Spind geplündert oben. Wir haben sie genau die gleiche Größe, nur dass mein Bizeps ein bisschen größer ist. Aber es spannt dann schön, das ist gut. Also ich bin ja Gott froh, dass du nicht meine getragenen Hosen angezogen hättest, weil die wären da unten im Schritt schon ein bisschen ausgeleiert. Ich habe eigentlich das Gegenteil vorhin in deinem Spind gesehen, nämlich. Ja. Das hat nämlich ziemlich gekniffen bei mir da unten im Lauf. Mm-hmm. Deswegen habe ich nämlich eine Sonderhose nehmen müssen. Ich sage jetzt nichts dazu. Ja. Ich muss hier noch kurz einmal drüber polieren und Prüfstand. Ja. Und dann, Super. Ja, wie gesagt, wir müssen, so wie wir es vorhin im Mailverteiler geschrieben haben, ich will ein bisschen, nehme ich mit. Ja, ich würde dich dann direkt mitnehmen, weil wir müssen kurz zum FD 200 Kunststoff abholen. Ja, super, mach mal. Ich komme. Ich mache mit bei einem Scheiß heute. Und danach gehe ich ins Auto aus, die Jungs verprügeln. Spaß.
Er ist auch eine Bewerbung. Würdest du das übernehmen? Ich habe einen Konda hier. Ich muss den ein bisschen. Ich muss es ihm einführen. Das klingt so wie so eine Plage. Ich habe einen Konda hier. Das ist unser Humor. Ja, nein. Hast du schon einen LKW-Führerschein? LKW-Führerschein? Brauche ich den? PD bestechen, oder? Achso, nein, habe ich nicht. Ich gehe nochmal schnell machen, würde ich sagen. Ja, das wäre nicht schlecht. Dann könnte ich nämlich auch meinen Schlepper fahren. Okay, ich gehe ihn machen. Ja, stark, Alter. Ich habe... Am besten, Alter, am besten mit dem Abschlepper runterfahren. Ist das PD mittlerweile so ehrenlos, dass sie Mechaniker anhalten, die ihre Arbeit machen? Schämt euch, liebes PD. So, da ist da. Habe ich eigentlich irgendeine Drecksgurke? Ich habe irgendwie Schiss, dass sie mir fladert, Alter. Das wäre nämlich fatal, wenn dieses Auto wieder fladern wird. Scheint die Sonne so krass in der Halle, oder warum die Sonnenbrille? Damit ich von den ganzen Schönheiten, die da in der Werkstatt herumlaufen, so wie der Matze zum Beispiel, dass die mich nicht blenden. So. Gut. Dann haben die Mechaniker nochmal für den Funkcup 5, glaube ich. Das war die Nummer 5. Wir machen mal ein bisschen durch die City heizen. Habe ich eigentlich, stimmt, habe ich offene Rechnungen? Ja, dann mal das mal schauen. Ja, während der Fahrt natürlich. Muss ich stehen. Lass mich mal Brieftasche. Nein, Rechnungen. Meine Rechnungen. No entries found. Ich bin ein stolzer, braver Bürger. Der nichts falsch macht. Und zu geizig ist für irgendwelche Blitzer. Ich finanziere keine Donuts. So, gehen wir runter. Ja, Freunde, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, würde es mich auch mega freuen, gell, wenn ihr ein Abo da lässt. Wenn ihr das feiert, was ich hier mache, Abo da lassen, auf die Glocke hauen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und dann würde ich noch mich auch mega freuen. Da war letztens mein Parkplatz, so, das sieht man nicht direkt. Das ist eine Rarität, das Auto. Und wenn euch so Mechaniker-AP und alles gefällt, dann lasst gerne ein Like da. Oder wenn euch allgemein meine AP gefällt, dann lasst ein Like da. Ja? So auf diese Weise hier. So, Freunde, $4000 ärmer und ein LKW reicher. So fahre ich jetzt die Fahrprüfung. Und zwar die LKW-Fahrprüfung, damit mein Char auch maximal ausgestattet ist. Motorradschein habe ich dann noch nicht, aber ja, dann halte ich mir dann aber auch für später auf. So. Tempomat, der Scheiß. Ah, der Truck hat aber einen guten Anzug, gell? Der geht schon. So. Also wie gesagt, Musterschüler, ich definitiv nicht. Ja, wie gesagt, ich werde dann nachher noch, wenn wir dann noch ins Autohaus, auch noch düsen. Aber jetzt wäre mal Mechanikerdienstag schon. Dann haben wir nochmal noch die Auszahlung. Der absolute Grind. Was die Jungs da jetzt die Woche da zusammen gewirtschaftet haben. Macht's Herrn Konder reich.de. Ja, der Truck fährt sich aber gut. Gar kein Challenge mit dem Fahren. Irgendwann wäre ich Trucker. Heiz ich so mit CC Top, heiz ich dann über eine Autobahn. So wie in Texas. Unendlich lange Straße. Achso, da. Ich habe schon gedacht, Alter, ich fahre schon wieder über 80. Da darf ich ja heizen. 130 darf man fahren. Ich habe ein Fahrzeug in der Versicherung. $30 pro Fahrzeug. Tja. Gab sogar schon Tickets, so, ja, Versicherung zu teuer, Habibi, das macht mich arm. Du musst halt Wechselkennzeichen fahren, Bro. Du musst, wenn du 20 Auto haben willst, dann musst du ackern. So wie Bernd Acker. Stimmt, ich muss Wesel mal fragen, wo Bernd Acker ist. Ob er am Ackern ist, weiß es nicht. Hier die Fahrschule.
Ein akkurates Lied für einen ehrenwürdigen LKW. Rainer. Okay. Weiter. Hier rein. Aber ich finde, so ein LKW steht mir. Ich finde so ein LKW echt schön. Also, so von der Haptik her und alles. Kann schon was. Aber wir werden halt Schlepper fahren. Und mal schauen, was hier dann noch für Dispatches und so reinkommen. Aber die Werkstatt ist voll. Was ich jetzt einmal auch, was wir auch sehr viel machen werden, wird einmal so sehr viel Verhandel-RP, weil wir werden jetzt gerade so mit den ganzen Firmen und Kooperationen, wir brauchen Materialien. Wir kommen mit dem Tuning, mit der Materialbeschaffung vorne und hinten nicht zusammen. Wir müssen da jetzt wirklich Wirtschaftskooperationen machen. 107 habe ich eh schon am Haken, aber da muss ich noch schauen, was ich da... Ich meine, gut, da haben wir jetzt eh schon einen Reparaturbonus für die. Und dafür haben sie uns ja die Preise ja wirklich fair gemacht, die Materialien zum Ankauf. Aber ich werde da heute mal mitwirken. Vielleicht ziehen wir ja ein paar Fische an Land. Aber ich sage einmal so, wir brauchen die Materialien halt wirklich heftig, ne? Weil wenn es kein Tuning in der Stadt gibt, dann fahren die Autos nur halb so gut. Das wollen wir ja nicht. Da ist jemand mit einer Rennmaschine. So. $1,250 Gehalt habe ich gekriegt als Chef. Das ist ordentlich. Das heißt, ich verdiene pro Stunde passiv quasi 5k. Das ist gut. Das macht Sinn. Ja, okay. Ich habe es geschafft, mit dem LKW Geschwindigkeiten zu übertreten. Super. Auf 5-mal wird es mir nicht passieren. Vielleicht maximal 4,5-mal. Auf 5-mal nicht. Das lassen wir nicht zu. Hallo, liebes Krankenhaus. Wie viele Leute sind überhaupt am Server? 209 Spieler um 17.17 Uhr. Das ist geil. Das ist geil. Vielleicht kommen wir ja heute 250 rauf oder so. Ja, zweites Mal. Ich scher mich nicht mit dem Tempomaten fahren, Freunde. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich mach das mit meinen Gasstößen. Soll der Fahrlehrer hinten, soll er einen Kopfstand machen. Das ist auch maximal unauffällig, das Teil. Immer so ein... Es wurde soeben 24.600 Euro in das Firmenkonto eingezahlt. Da hat jemand... Ist da jemand tunen gegangen? Was? Dreimal schon. Ich sollte schon langsam, glaube ich, den Tempomaten verwenden. Fahr jetzt damit. Bro, was fährst denn du zusammen? Ich schneide da die Kurve, ich bin Fahrschüler. Meine Güte. Stell dir vor, du schaffst die Fahrprüfung nicht, weil dir jemand reinfährt. Kriegst du einen Fehlerpunkt und er kann drauf scheißen. Ich schreie gleich. Da stehen ein paar Motorräder. Mein Auto sieht mir, das sieht man nicht. Der Underdog da hinten. So, lieber Fahrlehrer, ich habe meinen Test bestanden und meine Fahrprüfung. Den Schein spare ich mir. Bei dem Brau... Hat mich jetzt die Kindersicherung aus meinem eigenen Auto gesperrt, oder was? Sag jetzt nicht, das ist... Oh, nein. Oh, komm schon, nicht der BMW. Hallo. Ich muss da rein. Nein. Jetzt muss ich bitte nicht da stehen lassen. Ich will mein BMW nicht da stehen lassen. Hallo. Meinen Nicht-BMW. Muss mich da selber erst umgewöhnen. Hallo. Bruder. Okay. Das wäre eigentlich der perfekte erste Auftrag für einen Abschlepper, oder? Was ist mit der Kindersicherung? Hallo. Das war über das Passwort für die Kindersicherung. Oh. Komm. Oh. Hey, BMW, schön, dass... nicht BMW. Schön, dass du wieder da bist.
Schön, dass du wieder zurück bist. Geil. So, perfekt. Warte mal. Vamos. Wir haben den Schein. Wir haben. Lern mal fahren. Ich fahre die asozialste Marke ever. Muss drängeln und Licht hupen. Ach, die Stadtwerke. Schön zu sehen. Jetzt mal da drüber. Darf ich 160 fahren, ohne dass mein Schein zupfen? Wie die. Muss ich halt durchziehen. Hilft halt nichts. Mit dem Gorn sind wir recht schnell, glaube ich. Okay, okay, okay. Fahren wir da rein. Oh, yeah. Oh mein Gott. Bald jemand auf dem Gewissen gehabt. Ich weiß nicht. Sag einfach, es war Matthew. Es geht immer. Ich sag einfach, es ist Matthew gewesen. So, passt, passt, passt. Hammer. Wo ist denn jetzt hin, der Fratz? Ich habe, by the way, noch keinen eigenen Schlepper, aber den kaufe ich mir irgendwann später mal. Schau, ist das nicht schön, wenn es da so belebt ist? Schon schön. Schön. Das ist doch meiner hier. Hä? Jo. Gut. Funkfrequenz wäre die Nummer 5. Ah, wir haben neue Leute eingestellt. Geil. Das ist da eigentlich der Stinker? Nicht der Stinker. Ach komm. Der jetzt oben im Büro. Genau, also ihr Namen halt, also Vornamen, wir duzen uns ja alle. Gehen wir guxen. Praktikant, sie dürften jetzt Praktikant 2 sein, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Voll dann, oder? Dann da, einfach in Dienst. Führerschein bestanden. Wenn dann eben auch okay. Andere Mechaniker da sind, also ohne einen Mechaniker dürfen sie hier nicht arbeiten, bitte. Dass das sie eben auch ein bisschen unter Aufsicht sind. Genau, da lernen sie gleich den obersten Chef kennen, hier unseren Geldgeber und Inhaber. Er denkt sich gerade so, er schaut aus wie der Azubi, aber hallo. Guten Tag, grüße mein Name. Hallo, Konda, angenehm. Grüße. Ja, das ist. Gut, ansonsten darfst du dir dann dein Tablet zucken, da findest du dann auch die Kleiderverordnung. Darfst du dir einmal das Sommergewand zulegen und die Weste. Schreib mir das nochmal per SMS, gelb. Dass ich nicht vergesse, fröhlich, und dann melde ich mich, sobald fertig ist. Genau, und dann darfst du wiederkommen und ich gebe den Jungs mit Bescheid, dass du jetzt unser Problem bist. Gut. Ah, Guti. Da. Ich bedanke mich, ne? Ich mich auch, kein Problem. Verhandlungen. Ich fahre jetzt, Ja. Sieht nicht sexy aus in unseren Klamotten, sieht doch viel besser aus wie ein Anzug, ne? Irgendwie schon, ja. Wie der? Ja. Ich ziehe jetzt noch was Geld aus der Kasse. Ich habe jetzt gerade eben noch mal eine Riesenmenge angekauft. Sehr, sehr schön. Und habt ihr schon gesehen? Jetzt... Die Forschung hat sich einiges getan, ha? Sie. Aber es ist immer noch, ja, knappig. Aber wir kriegen das hin. Jetzt ist ja, noch immer knapp. Bisschen mehr einkaufen, dann geht es schon. Ja, das Problem ist... Ja gut, aber wenn wir mit dem jetzt nicht klarkommen, dann müssen wir jetzt das durch. Problem ist aktuell, dass Kunststoff sehr wenig liefern, leider. Kunststoff ist das aber, Problem. Okay. Ja, Problem, ja, es ist halt. Da müssen wir das zum Beispiel gucken, das Raspberry und sowas. Preisen vielleicht ein bisschen besser auszahlen. Ja, also die Preise, die ich im Standard auszahle, die sind schon mehr als gut. Das Problem ist nur, dass nicht viele Bock auf die Ölplattform haben, so wie ich hab das. Habe ich jetzt anders gehört, aber okay. Es ist ein harter Job sicher da draußen, aber schauen wir mal, wir kriegen das schon hin. Nee, auf jeden Fall. Wir müssen gesagt, zum FD jetzt oder was? Irgendwas. Genau, ich habe jetzt die Meldung bekommen, dass beim FD, das FD macht für uns mitunter sogar kostenlos nach Feierabend und vor Arbeitsbeginn klopfen die Steine und gehen auf die Plattform für uns. Okay. Wollen da manchmal sogar kein Geld dafür. Also ich habe ihm jetzt einen guten Batzen Geld bekommen, zwar unter Preis, habe ihm aber dafür noch für die Kollegen, die dabei waren, je zwei Body-Kits, also Body-Reparatur-Kits geschenkt. Anruf reinkommen, was gebt ihr für Kunststoff? Schaff's. Ist gerade ein heiliger Barm, der da runterkommt oder was? Ja, Kunststoff ist, ja, wie gesagt, das ist, ja. Ja, ich finde das per Dispatch jetzt ein bisschen woher weißt du, dass wir nach Kunststoff suchen?
einige Leute machen das per Buschfunk, also es kommen schon Leute hierher. Ich habe in der Medi gehört, ihr kauft an. Ich habe auf der Ölplattform gehört, ihr kauft an. Ach, ja. Beim Tauchen. Diese Leute, super. Ja, ich glaube, Luftblasen enthalten diese Essenz der Nachricht. Haben sie in der Zeitung am Hauptplatz gesehen. Shido, machst du den Dispatch und sagst ihm den Standardpreis. Wenn er es nicht will, hat er Pech gehabt, dann soll er sich... Ja, ja, nee, ich schreie den jetzt an, was mit dem nicht stimmt. Ich schreie den nicht anschreien. Sicher, Shido, schreien an. Genau, ja, mein Stil. Ja, sicher, ist mit der Shido ist durch meine Schule gegangen. Gut, wir fahren einmal FD. Ich hole nur kurz Geld aus der Kasse. Fahren wir mit dem Firmenwagen, oder? Wunderschönen guten Tag. Der Dispatch ist nur für wichtige Informationen. Fahren wir nicht mit dem Ding hin, oder was? Oder brauchen wir einen Kofferraum? Wir könnten auch mit dem Sprinter fahren, da weiß ich aber nicht, was der Kofferraum ist. Achso, ich wollte mit dem... Das ist das Problem. Achso, ich wollte mit dem Ding fahren. Ich weiß nicht, ob du 200 Kunststoff in dein Auto reinklatschen kannst. Kriegen wir es auf Tasche und Kofferraum? Vielleicht. Ja, scheiß drauf, da gehen wir safe. Fahren wir auf Schlepper. Jo, dann ja. Der Kollege kümmert sich gleich um dich. Darfst du mein Probestück mal fahren? Ja, der wurde nämlich optisch schon ein bisschen gepflegt. Ich habe auch schon Trittbretter für dich angebracht, weil ich ja gehört habe, dass du es mit den Knien hast. Das ist lieb von dir. Ja. Ich besteige den jetzt eigentlich im Handstand. Okay. Ja, der Herr Fröhlich hat gerade auch schon wieder 17 Tuning-Kits bestellt, weil den verkaufen wir zum Selbsteinbau. Zum Selbsteinbau? Herr Wrestler, Sie wünschen, ich habe gerade keine Zeit. Ich bin voll im Stress, es tut mir nicht so viel Freizeit wie Speedy. Nix heißt es. Ich melde mich nachher, wenn ich Luft habe, ja? Ja. Voll abgewürgt. Ups. Oh je. Ist der Bot depriert dann? Ne, wie gesagt, PD kauft bei uns die Kits an und baut es selbstständig. Haben die drei Leute, die das dann einbauen. Bitteschön, kannst fahren. Was hat das für einen Sinn? Zeitmanagement bei uns. Dadurch, dass wir so viele Dispatches haben. Wir haben den Fröhlich eingelernt, wie man die Teile verbaut. Und der macht es eigentlich hauptsächlich selber, plus irgendwer anders noch. Kann aktuell nicht sagen. Ja, ich habe das Grundsinn ist dabei, PD hat... Du gleich hinten bei uns auf der Ladefläche fahren landen oder was? Dann vorgescheiter, du Heisel. Grundprinzip ist eigentlich, PD zahlt bei uns, die haben Festpreise bei uns. Wo billiger sind wie der Normalkunde, dafür bauen sie es selber. Verwaschen oder was? Jetzt vorweg. Okay. Ne, wie gesagt, die zahlen ein ganzes Stück weniger. Wir haben trotzdem noch eine gute Marge dabei, aber dafür bauen sie es selber ein. Wegen dem Zeitmanagement. Ja, du wirst noch merken. Servus, der Matthew von der Werkstatt hier. Der Rudeus hat mir deine Nummer gegeben. Jawohl, wir werden auch... Ah. Also dauert's noch, ja? Dann würden wir einfach in der Zeit noch kurz ein Dispatch machen. Jawohl, dann... Alles klar, danke. Ja, fällt da genug ab für die Firma, oder was, wenn die das selber einbauen, oder wie? Ja, sag ich ja. Dadurch, dass wir quasi einen Paketpreis für die geschnürt haben, das ist zum Beispiel ohne Panzerung und ein bisschen billiger, dadurch bauen sie es selber ein und wir kommen im Endeffekt auf die gleiche Marge. Also ich habe da schon straff gerechnet. Gut, weil ausnehmen lassen wir uns auch nicht von dir. Nee, das passt schon. Dann sollen sie sich einen anderen Mechaniker suchen. Ein Macheniker? Ja. Guti, der Herr vom FD ist gerade auf den Einsatz geflogen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal einen Dispatch an. Meinst du abgehoben oder was? Ich weiß nicht, ja. Okay, scheiße. Ja. Der C1 und der C00 erklär mir das jetzt einmal, Alter. Motorrad. Weißt du, ich kaufe die ganze Scheiße da für die Firma selber, kenne ich mich noch nicht. Jetzt erklär's mir mal da mit dem... Was soll haben ich dir erklären? Ja, Dispatch alles. Ich okay. Muss jetzt einmal Funk. Sind wir noch 5 oder was? Jawohl. Okay. Kriegst du das hin mit dem neuen Funkgerät, oder... Ja, irgendwie kriege ich das schon hin. So. Servus, ihr Heisel. Und das gehört?
Nö. Servus, ist Heiseln. Jetzt. Passt. Funktioniert? Hat funktioniert, ja. So. Okay. Und jetzt Dispatch. Gut. Genau, wenn SMS du mal dein Handy in die Hand nimmst. Genau, dann auf Dispatch gehst. Auf die App. Walker, Alter. Ja. Dispatch auf die Apps, warte mal. Genau. Am Handy oder was? Genau. Ja, Dispatches. Da sind wir drin. Mechaniker. Genau. Dann siehst du, da unten sind zugewiesen. Die sind in Arbeit. Wir machen jetzt den Motorrad. Müsste, also wenn du rechts auf das Pfeilchen klickst, dann siehst du komplett Motorrad. Müsste einmal abgeschleppt werden wegen Motorschaden. Bitte reparieren. Dann kannst du, wenn du auf nicht zugewiesen klickst, klick mal da rein. Andrew Conda. Super. Genau. Dann kannst du, wenn du wieder in der Dispatch-Übersicht bist oder drin, auf das GPS-Signal gehen. Dann wird dir das GPS angezeigt. Perfekt. Und wenn du auf das Handy, auf die Nummer klickst, dann kannst du automatisch anrufen. Ich rufe den jetzt an und sage, wir sind gleich da. Richtig. Wenn wir auf der Fahrt der PD-Lan anhalten, bin ich raus. Ja. Servus, wir sind gleich da. Jawohl, ich bin nicht mehr am Ort des Geschehens selber. Wieso bist du nicht mehr dort? Ich habe das Motorrad auf die Seite gestellt und wurde abgeholt. Ja, wo ist das dann bei uns in der Werkstatt oder was, Picobello? Ja, ich komm's direkt abholen in der Werkstatt. Ja, mach mal so. Reparatur bis 10.000, alles in Ordnung. Ja, passt. Bis 10.000 ist in Ordnung. Ja. Ja, passt. Sollte man hinkriegen, gell? Perfekt. Passt. 4 Kilometer, dann haben wir's aufgebockt, die Mühe. Alles klar, danke vielmals. Ja, was? Tschüss. Aufgelegt. Ich hab schon wieder gedacht, das Blaulicht dahinter mir ist schon wieder für mich. Ich werde nicht angehalten jetzt. Jetzt könnt ihr eure Tunings auch da im Mamoncilia dann abholen in Zukunft, ihr Heiselberger. Was gleich zu sagen ist, du bist ja ein Freund des Driftens, ne? Ja. Lass die Handbremse in Ruhe. Warum? Nur so. Geht doch. Mhm. Kommt scharf ins Heck. Ja, ein bisschen, ja. Schau dir das an. Es geht. Ich hätte es nicht erwähnen sollen, aber okay. Die Stepper, das macht das. Das ist eine Gaude. Dann machen wir gleich weiter. Ja. Oh, nö. Also ich habe meinen Schlepper bis jetzt noch nie reparieren müssen, ne? Bitte! Okay. Schau dir das alles an. Alles easy. Sehr schön. Ich muss ja testen, was ich kaufe. Bitte. Mhm. Jetzt sag einmal, ich bin ein gutherziger Mensch. Ey, du bist der gütigste der Welt, also brauchen wir nicht diskutieren. Ich hab der Firma, wie viel habe ich gekauft? 15 Stück Schlepper habe ich der Firma gekauft, gell? Ja, ich selber hab keinen. Ich bin schon gütig. Aber ich werde mir dann noch einen kaufen. Ja, kann man ja später machen, wenn du willst. Ich seh nur gerade, ich habe vorhin hier noch bei der Federung ein bisschen rumgespielt. Der ist ein bisschen zu tief. Da scheppern die Hinterreifen. Tief geht immer. Ja. Jetzt brettern wir da durch die reichen Arschlöcher, tun wir da mal durch die Hills scheppern da. Tief und Anschlag sind zwei Paar Schuhe. Ja, also man muss sagen, die Schlepper laufen sehr schnell. Aber dafür fahren sie sich wirklich sauber. Das ist doch toll. Das ist perfekt, ja. Das Geld gut investiert. Schau, da können wir mal ein bisschen da austesten da. Ja, der ist jetzt auch fulltuned, ne? Also. Super. Alter, ich komme mir vor, Alter, wie in diesem Spiel da, wie heißt das nochmal schnell? Da, Tokyo Drift. Ja. Sag mal, wo hat denn der sein Reiben eingesenkt? Was ist denn, wo fahren wir da hin? Also ich sag dir eins, so wie das aussieht, war der mit dem Moped wahrscheinlich Richtung Steinwäsche unterwegs und hat sich da unten verunfallt, weil da unten, wo der GPS-Punkt ist, da fahren sie wie die Gestörten. Ich sag's dir dem Druck hier. Ja, guck. Unter den Trottler. Hätte ihn jetzt runtergeschoben, hätte ich nicht geholt. Ich sag's dir, wie es ist, gell? Dem Druck hier 9.999 Dollar Rechnung. Allein. Was? Nein, ich erkläre dir das doch mit dem Tablet. Hör auf. Ja, ich hab gesagt, bis so. 10.000 ist alles in Ordnung. Für die Firma. Siehst du, wie die Heizung? Guck dir das mal an. Es ist nicht... lass ein bisschen Abstand. Nee, fahr weiter vor. Kann man die aber wegrammen? Ein stärkere Auto. Vorne, Nein. Bleib sitzen. Lass den Motor laufen, lass die Hydraulik aufbauen. Ja. Und drück hier vorne auf der Instrumententafel hast du die Taste J. Die drückst du jetzt mal bitte. Und dann wartest du, bis komplett aufgebaut ist und sich der Arsch ein bisschen hebt. Perfekt, jetzt können wir aussteigen. Platz 5.
Jö. Ist das nicht sexy? Na bitte, bitte, das ist toll. Das ist toll. Cool. Tritt vor. Gut. Ja, so wie es aussieht, ist das Ding. Also viel kaputt scheint nicht zu sein, weil er raucht noch nicht mal. Hast du eine Kabelschere? Nein, ne? Hast du den Claire? Guck, guck, guck. Wie sie vorhin, wie die gesenkt. Okay. Kabelschere. Weiß nicht, muss ich ja mal okay, schauen, ob auf der Rückbank was liegt. Ich knack's jetzt mal auf und dann zeige ich es dir nachher in Ruhe, okay? Okay. Oder willst du direkt selber probieren mit dem Dietrich und dann mache ich den Kabelschneider? Probier mal. Mir ist das wurscht. Na dann, machst du mal über deine Smartwatch dein Jobmenü auf und holst den Dietrich raus, dass der sich verbindet mit dem Moped. Also. Tipp dazu: Du musst den Dietrich halten. Und wenn du diese Pinöckel da anfasst, die dürfen nicht vibrieren. Ansonsten musst du gleich wieder weg, sonst werden sie rot und es wird abgebrochen. Also, das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber das. Ich habe ja gehört, du bist der Johnny Finger, deswegen passt das, ne? Das darf nicht. Wie das darf nicht. Wie das darf nicht wackeln. Na, du hast doch die einzelnen Pins von dem Schloss. Ja. Und wenn du die leicht berührst, darf das nicht, darf der nicht wackeln. Wenn er wackelt, gleich wieder loslassen und den nächsten probieren. So lange, bis alle grün sind und dann nach oben schieben. Ist tricky, tricky. Ja, und wenn ich einen hochgeschoben habe? Ja, du musst alle in grün kriegen. Bei mir sieht. Ich hab da den einen, den richtigen, aber ich schieb mal hoch. Ja, du musst den Dietrich, mit D halten. Den Dietrich halten. Dass das wackelt die ganze Zeit. Ah. Ah. Der Polizeiauto am Stellplatz 6 will auch noch nach der Reparatur tunen. Muss ich kurz gedulden? Lake Gorsch. Wie viel muss ich da treffen? Alle? Also mein Bestes war aktuell 38 Sekunden mit Überbrücken. So, Zementos und Zementin, ich lege mich jetzt erstmal hin für eine viertelhalbe, dreiviertel Stunde und dann bin ich später wieder da. Bis denn. Jawohl, Chico, bis dann. Bis gleich. Bis denn. Bist du deppert? Und Praktikant Joachim übernimmt Dispatch 3492. Sag, Alter, ich bin der Babo. Hast du geschafft? Ja, bitte, so, dein First Try. Dann First Try, aber ja, gut. So, jetzt nimmst du die. Ja. Also ich hab so, dass ich mir den Kabelschneider auf die schnelle Hosentasche 2 gelegt habe. Dann setzt du dich aufs Moped und dann erkläre ich es dir weiter. Ja. Ja. Jetzt musst du quasi die Dietrich verwenden und dann kommen drei schnelle Kabel, würde ich sagen, die immer dünner werden und die musst du hintereinander treffen. Deswegen den Kabelbinder auf und die schnelle Hosentasche legen. Ja. Bist du deppert? Geil, wa? Da komm ich ins Schwitzen. Tyrone, servus. Also da komm ich ins Schwitzen. Leg mir am Arsch. Ich bin gerade noch auf Dispatch, aber wir sind dann auf dem Weg in die Werkstatt. Also das wird passen. Von wo fährst du los? T5 Ja, das passt. Alles klar. Das passt. So, jetzt zieh ich am Bock mit der Reim. Du zur Not stellst dich mitten rein, dann nehme ich zwei, drei Tuner und laden wir das ein dann. Da fährst du los, dann treffen wir uns in der Werkstatt. Jawohl. Ciao, ciao. Toll, fürs mal eben Code. So, und jetzt? So, jetzt fährst du einfach hoch, wenn du oben hebst du die Bremse und steigst ab. Genau, dann kommst du hier auf der Fahrerseite an das Bedienfeld. Das Bedienfeld, da sind die Kabel nur ein bisschen am Arsch, du musst da immer auf die Höhe des Reifens.
Und dann musst du die mechanischen Klemmen aktivieren, dann ist das. Jawohl, Hammer, super. Genau. Und dann braucht man nur noch einsteigen und losfahren. Müssen wir wieder, was müssen wir mit dem Joystick da, ne? Ja, super. Passt. Sehr schön. C1 und C00 auf dem Weg in die Werkstatt. Motorrad aufgeladen. Die Doppel-Null. Super. Das ist Doppel-Null-Status, habe ich gehört. In der 00. So, und dann mache ich deinen Dispatch direkt auf erledigt. Dann passt es. Komm mal heim. Komm mal heim. Ja, das ist schon. Das habe ich noch anders in Erinnerung gehabt. Ja. Damals war das alles ein bisschen problematisch. Was wichtig ist, wenn wir nachher in der Werkstatt abladen, wenn du quasi der Hydraulik sagst, dass die Klemmen zur Befestigung gelöst werden, musst du Auto oder Motorrad kurz berühren nach dem Abklemmen. Sonst kann es sein, dass du wie früher damals mal so ein Salto durch die Werkstatt machst. Ein großer Fan also von immer. Saltos. Ja, aber die können auch echt Aua machen, muss ich sagen. Na, das erklärst du mir dann nochmal, ich hab's mir jetzt gerade nicht gemerkt. Ich bin gerade. Mein Kopf raucht gerade jetzt schon. Verschwind, was stehst da rum, du Mulli? Und wir sind noch nicht mal annähernd fertig. Eieieiei. Das passt schon. Ich bin strapazierfähig. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, du hast schon ganz andere Sachen gelernt. Und wenn nicht, dann sage ich ja, passt. Ich bin der Chef, ich geh jetzt Verträge aushandeln. Da brauche ich nur gutes Mundwerk, das habe ich nicht verlernt. Definitiv nicht, ne. Und wenn alle Stricke reißen und man sagt, ja, ich bin bei dem, dann gehe ich halt zum PD. Das ist der letzte Ausweg. Willst du das wirklich? Ja, bleibt also ich meine, die haben definitiv mehr Freizeit wie wir, aber... Naja, bleibt ja nichts anderes über. So. Ja. Der Job zu schwer ist, wenn alle Stricke reißen, wenn ich nicht einmal mehr schaffe, ein Müllauto zu bedienen, gehe ich zum PD. Ich sage jetzt nichts dazu. Ja. Also Autofahren kannst du ja, das ist ja gar kein Problem. Bin ich dann nämlich ganz frohelig über meinen Paycheck. Das verstehe ich natürlich, ja. Dieser Herr frohelig, ja. Ich sehe es an C1. Meine da. Genau. Und wenn nicht, gehe ich Autos wie früher verkaufen. Quasi hin mit die Tore rein, ist immer das Beste. Natürlich kannst du auch als Sonderposition durch die vorderen Tore fahren. Hab ich was falsch gemacht, oder was? Nee, alles gut. Bei mir ist das so dunkel da drin, hat schon wieder immer das Licht abdreht. Also so dunkel ist es eigentlich gar nicht bei mir. Also bei mir ist da drin stockdunkel. Da jemand schon wieder okay. Die Lichter ab. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass keine Hebebühne frei ist, weil alle vor die Hebebühne fahren. Kann ich das irgendwie? Was ist da, wenn ich das da hinten, der Supra da auf die Kühlerhaube hau? Würde ich total verstehen, ja. Aber ich glaube, der Golf fährt gerade weg. Ich mach Platz. Danke. Kein Problem. Geht doch. Genau. Dann wieder Hydraulik. Yeah. Einwandfrei wie Affenarsch. Lauf! Steppert, warum ist denn da bei mir so dunkel, Alter? Das ist, So, und dann kannst du hier wieder die vor, wie Klemmen. Nachtclub. Du musst erst die Klemmen trennen wieder. Ja, okay, dann ich genau, und dann einfach kurzes Moped berühren, bevor du aufsteigst. Na, oder auch ein Motorrad. Muss schnell lösen, da. Ich muss oder auch, wenn du ein Auto oder sowas wieder ablädst. Ich finde den Hebel grad nicht. Wie du musst da einmal ein bisschen stillstehen. Die ist sehr empfindlich. Ja. Ja, dürfen nicht. Ja, danke dir. Wieso auch super? Ich hab da jetzt schon seit 3 oder 4 Tagen. Grüße erstmal. Wo ist denn das? Find's nicht. Aber was wir gestern telefoniert haben. Normalerweise hier irgendwo. Aber das müsstest du machen, weil du es aufgeladen hast. Oder ich probier mal. Wir planen erstmal ein bisschen selber was und ich tu mir dann einfach ein. Das gibt's nicht, warte mal, das fuchst mir. Ich glaube, da passt nur irgendwas nicht. Einmal muss ich nochmal hochfahren, die Rampe, und ein bisschen vorfahren, die rückwärts fahren, dann muss es wieder funktionieren. Hast du gehört im Funk? Beim Rampe runterlassen, zweimal am Hebel ziehen, hilft auch manchmal. Was macht der so? Guck mal was? Ja. Was hast du für ein Auto mit Conda, den... Ja.
K5 nach Code B, Big Tenet. Denver. Was ist mit dem? Ja, aber warum denn nicht, ne? Du hast auch gelernt. Manchmal, ich bin so ein bisschen. Das... Warte, ansonsten probier ich mal. Ist bei dir auch so dunkel? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das stimmt, was mit NVE erinnert. War der Crown Vic oder die Sub war zuerst da? Ein und frei. Wie gesagt, einfach Motorrad oder Auto oder was auch immer hinten drauf hast, immer kurz berühren, bevor du einsteigst oder aufsteigst. Alles klar, dann nehme ich die Sub. Auch nichts. Okay. Passt. Ja. Warum auch immer ich den Able Knight gefunden habe. Wurscht. Hallo. Einen wunderschönen. Jawohl. Stellen wir wieder raus, oder? Fällt schon raus, genau, zieh ich den Schlüssel ab. Genau. Du musst dir mal die Felgen nochmal anschauen. Ach, der LKW ist schon da, scheiße. Warum ist denn da so dunkel da drin bei mir? Das gibt's ja nicht. Muss ja in irgendeinem Light-Setting oder so muss das ja liegen. A6 eintreffen, Dispatch. War alles. Schaut, das ist so dunkel. Aua. Das war vorhin, war das so schön. Hä? Das stimmt doch was mit dem Light-Setting nicht, oder? Hä? Oder liegt es da? Es kann doch nicht daran liegen, dass es Nacht ist, oder? Hä? Als ob es in der Nacht da so dunkel ist. Jetzt. Hä? Konda? Yo! Gehst du zum Jimmy, der zeigt dir kurz, wie das mit dem Reparieren funktioniert. Ich muss kurz einen Einkauf machen, ich muss den großen Schlepper hier wegkriegen. Den großen LKW. Yo! What the f... Okay. Was gibt's? Ja. Servus. 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 Ist egal, ich kann dir das auch geben. Okay. Ja, zahl's ein. Das sind... Du weißt, wie viel das sind? 10.000. Hast du die Fernbedienung? Nein, mir wurde gesagt, ich brauche nur 10.000, da ist die Fernbedienung einbegriffen. Nein, 10.800, die Fernbedienung kostet mal 800. Ich habe vorhin mit einem telefoniert, der meinte 9.000 und dann Rest die Fernbedienung. Da habe ich gefragt, ob die das billiger gemacht haben, weil du ja 10.8 gesagt hattest. Nee, also ich weiß 9.5 Unterboden, 5 für... Also 5 ja, war das Strom weg, nö. Genau. Also 10 ja, das ist jetzt gesagt, weil Matthew hatte mir gesagt, 10.000 die Unterboden und 800 die Fernbedienung. Ich meine, ich kann auch 10.8 bezahlen, aber dann fehlen mir $500. Ja. Die kriegen wir schon hin. Ist gerade ein Chef oder sowas? Matthew? Oder so. So, wo sind wir stehen? Wo ist? Also, der für Bewerbung da ist, ist gerade nicht da. Hallo. Da am besten einen Termin bei uns. Ja, oder ihn fragen. Ja, was? Ja, ich wäre wegen einer Bewerbung da und würde nachfragen, wie es da aussieht. Ja. Bewerbung? John? Warte mal, ja. Gehen wir mal in der Ruhe. Kannst du bei der super Unterbodenbeleuchtung einbauen? Kann ich machen, ja. Aber jetzt sagen wir mal. Willst du da bei uns bewerben oder was? Genau. Okay. Ja? Ich war gestern schon da und da wurde gesagt, ich soll heute wieder kommen, weil gestern halt alles voll war. Ja, okay. Wie du siehst, das ist nur immer alles voll, aber ich schicke dir jetzt einmal nicht weg. Warte mal. Ich lade jetzt mal so viel in mein Täschchen. Matthew, was machen wir gerade mit den Bewerbungen? Shido hat gerade Pause, der kommt nachher wieder. Jo, okay. Soll sich einfach heute Abend nochmal melden. Jo. Tyrone? Bist du heute noch länger irgendwo unterwegs? Ja, eigentlich schon, ja, je nachdem bis wann halt. Ja, na, nicht so lange. Es ist nur gerade unser Bewerbungshaberer, der macht gerade Pause. Okay. Ja? Ungefähr. Ja. Also nicht. Schaust du den noch eine Stunde wieder her oder so? Stunde. Ja, passt. Danke so. Ja, passt. Einfach probieren. Ja. Ja, ich hab's doch jetzt gerade dreimal gesagt, Unterboden und okay. Controller. Controller habe ich nicht gehört. So, Jimmy, wir gehen jetzt reparieren, gell? Oder was? Ja, genau, wir gehen jetzt reparieren. Super, das taugt mir. Reparieren, jippie. Wie schaut's aus?
Der Junk. 10.800 kostet's. Ja, okay, na dann. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ist ja kein Problem. Dann. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ja. Herz bin ich Claire, muss einen kurzen Board-Up machen, stecke fest und kann Ach, hinten hat er einen Schaden. Sehr schön. Ja, im Endeffekt, wie den Hammer Testo. So, wie machen wir die jetzt? Im Endeffekt setzen wir die Fahrzeuge jetzt erstmal dann auf die Hebebühne. Ja. Dann können wir nämlich da ein bisschen entspannter arbeiten, dann müssen wir uns nicht so bücken und sowas. Bei mir ist da nur die Scheiben draußen, da bräuchte ich gar keine Hebebühne. Okay, bei mir ist hier hinten noch verbeult. Rund ums Licht. Na, tatsächlich nicht. Bei mir ist wirklich dann nur die Scheibe. Dann holen wir nur die Scheiben und machen die Scheiben neu. Ja, passt. Passt. Praktikam Joachim auf mich. Ist er eingezahlt? Ach ne. Ja, perfekt. Der Praktikant. Der holt die wahrscheinlich gerade. Kann ich mich vorne hinsetzen? Hey Freunde, ist das aber nicht arg, ja, so voll wie die Werkstatt da ist? Das ist schon geil, oder? Jo. Also RP spielen da ist sicher urlustig. Wir werden sie heute live hier mitverfolgen. Gerne. Servus, grüß sie. Mahlzeit. So, oh. Jetzt aber, gut. Ja. Jo. Ein bisschen im Laufschritt, haben wir keine Zeit. Müssen wir mal schnell. Dalli, komm mal her da. Da. Mal schöne Scheiben. Passt. Was nimmst du mit in den Werkzeugkoffer oder was? Wie bitte? Was nimmst du mit da in den Werkzeugkoffer oder was? Ich nehme da den Werkzeugkoffer, genau. Ja, passt. Für das Body. Die Scheiben trage ich allein. Das geht schon. Alles klar. Servus. Du gerade das neue Deo testen. Schauen wir, ob es einen Geruchtest besteht. Ah, Herr Officer, Hallo. Was sagst du zu meinem Deo? Das ist super, gell? Das Deo gut, funktioniert. Ja. Super, passt. Dann geben wir jetzt noch Scheinwerfer und Ersatzteile für den Motor holen. Jo. Jungs, was meinst du? Mein Deo ist schon gut, oder? Ja, es riecht wunderbar. Ja, Deo ist wunderbar. Das ist von. Was ist das für eine Marke? Das ist holzig. Na, das ist von so einer Chips-Marke. Ist das die Extra Spice? Oh, das passt ja. Sour Cream Onion. Spice. Ja. Na, das Sour Cream Onion Extra Spice. Ja. Jo, spicy, Bruder. Ja, haben wir da in der Werkstatt ein Spice Girls da. Jawohl, denken sich so, leck mir am Arsch, du Trottel. An der Scheiße so heilig. Das ist die Werbung. Ist der bei der Fatsche immer einen Lambos? Wahnsinn. Ich bin ja nicht auf die Batterie gefallen. Ich tue schon mal arbeiten, gell? Ja? Ich tue schon hackeln. Bitte! Hat aufgeladen und begibt sich so, Scheibe eingesetzt. Sehr schön. So, und jetzt? Gut. Was haben wir jetzt noch da für Problemzone bei dem Ding? Kein Spiegel abtreten? Super. Was haben wir sonst noch gehabt, außer die Scheibe? Ne, bei ihm sonst soweit nichts. Passt. Wo haben wir die Rechnung? Hast du schon im Tablet mal gesehen, wie wir die Rechnung dann zusammen machen? Das Tablet. Ja, das Arbeitstablet. Hier in meiner Werkstatt los. So. Okay, dann Rechner. Schaust du mal bei einem Rechner. Das ist die dritte Spalte. F2 da kannst ja, du ja, ich habe Spalte und bin da. Ist ja geil. Ja. Was? Und dann, im Endeffekt jetzt einmal Scheibe und dann wie viele Scheiben du da ausgetauscht hast. Guten Hunger. $100. Ich muss kurz mein Auto durchsuchen. Ja, wir wären soweit fertig, tatsächlich. Ganz hinten. Der wäre nicht sicher, oder was? Ja, genau, das meine ich. Da, sind da Drogen drin? Darf ich welche haben? Die kann ich verkaufen. Also ich hätte da einen Q-Spec drin, wenn Sie möchten. Geil, kann ich den verkaufen? Officer, das ist jetzt mein Auto. Dürfen Sie nicht her. Das ist mein Grundstück. Mein Auto, meine Drogen. Gehen Sie weg von da. Da. Sie haben es auch nichts liegen? Doch, im Handschuhfach. Müssen Sie was liegt da? Einen Kuschbeck, ich glaube noch ein paar Schaber, ein bisschen Eisen. Daher, sie schulden mir jetzt $100 für ihre Scheibe hinten.
Entschuldigung, lieber Marshall, ich hätte dann aber Frage. Die abgeschleppt, die Bude? Ja, bitte, eine Sekunde. Nee, die habe ich selbst hingefahren. Okay, 100 Dollar. Dann gebe ich eine Frage. Danke. Ich danke. Aber cool. Bestimmt haben sie auch mal Hunger im Dienst. Die machen auch eine leckere Knoblauchpizza. Danke. Können sie dann die haue ich mir gleich rein. Aber scharf und Knoblauch, ne? Also, ich weiß nicht, wie sie das vertragen. Sind sie von der Pizzeria oder was? Wie gesagt, nee. Privatgelände. Also. Das ist kein öffentliches Gelände hier. Danke, sie sind ein Engel. Ja. Mit roten also, Augen. In Zukunft dann bitte erstmal. In dem Fall der Todesengel. Bevor hier irgendwelche Actions so macht. Passt. Werkstatt räumen, das Auto fort. Wäre sehr, sehr freundlich. Arrivederci. Dankeschön. Ja. Okay. Dankeschön. Wie weit seid ihr, Jimmy? Wir sind hier mit dem auf jeden Fall fertig. Ich hab selbst Studium gemacht, Alter. Ich bin super. Genau. Na, was sagst du zu den Preisen? Muss ich gar nicht viel erklären. Oder meinst du auch, wir sollen noch ein bisschen anziehen? Weiß nicht, ich hab jetzt eine Scheibentausch für 100. Das war jetzt kein Großauftrag. Deswegen. Das ist aber auch selbstständig in die Werkstatt gekommen, ne? Ja, der ist selbstständig herkommen und hat nur Scheibentausch gehabt. Also, da hab ich jetzt ja. $100 gemacht. Ja. Also du hast $90 gemacht, weil $10 gehen in die Firma. Nein, ich hab's direkt einfach mir in die Tasche stecken lassen, natürlich. Bitte was? Was regst du denn auf? Ist mein Geld. Ich hab dir by the way eine Pizza und was zum Trinken in die Hosentasche geschoben. Also war das nicht der Herr da? Danke. Nee, das war ich. Hä? Achso, du hast mir die Speziale reingeschoben. Genau, er und die, er hat mir Thunfisch geschenkt, der will mir gerade richtig rein. Aber danke. Also gut. Danke, aber warte mal, komm, weil du bist doch so ein Schleckerle. Bitte. Ein Vanille-Gelato. Was ist denn eigentlich Wahnsinn, mit der Pizzeria? Oder? Was ist da? Da muss ich auch mal reden. Da müssen wir mal ein bisschen pronto, müssen wir mal ein bisschen Rabatter machen. Ja. Müssen wir auch mal Preise machen, ja? Preise mit der Bude. Hast du die Nummer ja, von muss denen? Ich... Von der Pizzeria? Nee, habe ich keinen Kontakt. Da fahre ich gleich hin, Alter. Ich sag dir nochmal, wie es läuft. Ich habe eine Nummer. Ich kann mal gucken, ob da einer da ist. Wer ist denn das? Der Jupp, der war bei mir, der ist guter Kunde bei mir im Autohaus. Das ist super. Soll ich mal gucken, ob er da ist, ob er Zeit hat, vorbeizukommen? Ja, nix, der soll mir mal da von... Der Jupp hat mir gesagt, der ist nicht der Chef. Gib mir mal... Okay. Warte mal, habe ich vom Jupp selber die Nummer? Das Polizeimotorrad wurde repariert. Ja. Warte mal. Pizza Pronto. Informativ auf Stellplatz 7 möchte jemand eine andere Farbe. Jimmy, aber du gibst mir jetzt deine. Und das ist Pflicht. Ja, natürlich. Haarpflicht. So, Airdrop. So. Nee, das ist falsches. So, du könntest so. Mal da. Vorne ausbeulen. Ich muss jetzt auch mal. Du müsstest Mi A finden. Warte mal. Nee, jetzt finde ich Matthews Handy. Da. Da. Geht doch. Aber das, warum finde ich dich nicht? Du hast mir doch eine geschickt. Achso. Ich eine Vorortreparatur. Ich habe dich ja gerade angenommen. Hydraulik hängen. Alles gut. Ja. Perfekt. So. Was ist jetzt mit dem FD? Der hat gesagt, er ruft mich zurück, war bis jetzt noch nicht. Mein Gott. Wahrscheinlich, ja. Ja, was ist andere Frage. Gehen wir arbeiten oder gehen wir die Pizzeria? Habt ihr das Moped fertig? Die gelbe? Nein. Ich weiß nichts von dem Moped, deswegen. Okay. Wie kann man Schadensanalyse machen? Das schaut bei mir eigentlich recht heile aus. Also Analdrüsen tut man ausdrücken. So drüber polieren. ja. Hättest du gleich mal eben kurz Zeit für mich? Schwer, da kommt gleich nochmal ein ganzer LKW mit Rohstoffen. Also, du übst, du bläst es. Dann muss ich ja mal kurz mit ihm reden. Danach gehst du wieder in die Kabine. Sprühst drüber. Kannst du ihm kurz die Reparatur zeigen? Also, wie man einmal analysiert, das Ding ist halt, wenn uns der Kunde, also wenn das Ding jetzt nicht gerade raucht beim Motorrad, dann kannst du es sehr schwer erkennen. Da mache ich roundabout eigentlich meistens eine Karosserie. Alles drum und dran. Ein bisschen Polierarbeiten, plus halt die Abschlepppauschale im Tablet und die Kilometer. Passt. Und Schlüssel abziehen und wenn du es einstellst, immer abschließen. Okay. Warum ruft denn der mich jetzt an? Mani? Okay, passt. Also wir haben kein OBD-Analyse-Tool, wo man reinstecken kann und sagen kann, nee, leider nicht. Das ist hin. Passt. Das wäre echt ein Träumchen. Sonst einfach mal ein Komplettpaket. Genau. Also ich wüsste nicht, wie man eine Mailbox abruft. Ich glaube, das kriege ich hier nicht selbst Studium. Ja. Ich mache das auch mal kurz. Ich habe 68 Anrufe seit gestern auf dem Handy. Die Reifen brauchen wir nicht, weil die sind tippitoppi. Machen wir mal raus. Ah. Ich will da schauen. Der Angststreifen ist auch sehr gering, also er weiß, wie mein Moped fährt. Ja, aktuell brennt die Luft gerade ein bisschen. Ja, der hat aufgezeigt, schau. Wie in der Schule. Mach ich. Benjamin, du musst da ein bisschen warten. Tschüssi. Gut, dass ich so nicht so. So, wichtig ist. Was denn? Wichtig ist,
Ja. Wichtig ist, genau das zu tun. Ich muss gleich gucken, welche Hose der eigentlich besitzt. Sehr schön. Und im Endeffekt. Bin der beste Lehrling bis jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Super Jahrgang. Also, vor allem die Selbstinitiative ist großartig. Gigantisch, gell? Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar schon dem Chef gesagt, was er zu tun hat. Das ist einmal wirklich Initiative. Besser kannst du nicht laufen. Ja, eben. Matthew, mach jetzt einmal deinen Job. Siehst du das? Widerspricht doch nicht mal. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist doch super. Ich habe aktuell läuft es eigentlich ganz gut. So, sehr gut. Wenn das Moped fertig ist, sind wir damit fertig? Zimmer. Alles klar, dann im Endeffekt dort hinten zum Wartebereich stellen, da wo der weiße Van ist. Mama. Meistens kommt dann der Kunde auch schon auf einen zu. Er sitzt gerade vor mir auf dem Moped und macht dir gebacken. So, okay. Gucken wir mal, ob im Wartebereich der Kunde sitzt. Das weiß ich nicht. Ja, wir sitzen auf dem blöden Moped da. Nö. Na, der hat es noch nicht hergeschafft. Alles klar, dann nicht. Konda? Ja. Ich habe gerade einen Anruf erhalten. Von? Von Edin Schwanzowitsch, wenn dir das was sagt. Ach so, der Kindergartenverein, ja, ja. Du hättest einen Termin, die würden seit einer halben Stunde im Autohaus auf dich warten. Ich habe gar keinen Termin mit denen. So hieß es gerade. Wahrscheinlich hat deswegen auch der Rian dich angerufen. Ja, ich habe dem Vogel geschrieben, ich wäre bereit für Verhandlungen. Dann habe ich gesagt, klar, wir können uns treffen. Habe ich gesagt, gerade noch Stress, habe ich zurückgeschrieben. Der Vogel. Ja, sagt, sie warten seit einer halben Stunde auf dich. Jetzt ruft er mich an oder was. Jo. Jo, bist du noch in der Werkstatt, oder? Ich bin in der Werkstatt, ja. Warum? Soll ich dich einfach mitnehmen, weil liegt bei mir eh auf dem Weg jetzt. Ich muss schnell eine Powerbank holen. Wieso kriege ich einen Anruf von dem Kindergartenverein, von dir da, vom Sejovic, dass die schon unten warten seit einer halben Stunde? Ich habe ja gesagt, ich bin im Stress. Ja, hast du ihm gesagt, dass er die Fresse halten, oder? Das sage ich ihm dann noch. Ja, also ich habe dem gesagt... Ich denke mir gerade so, treffen, bei mir kommt gerade Matthew her und sagt, die warten da unten schon eine halbe Stunde. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht ja im Stress. Matthew, du sollst Sejovic von Ryan sagen, er soll die Fresse halten. Ich habe dir nicht gesagt, wir treffen uns jetzt direkt da unten oder es ist ein festes Gespräch. Ich habe gesagt, du hast dich gemeldet, wegen, dass wir mal reden und dann sollen wir mal dahin fahren. Ja, gut. Weil ich denke mir gerade, ich komme gerade so verarscht, war. Bin da im Stress und die stressen da unten. Ja, ne, soll mal ruhig sein. Sollen sie es alle selbst machen, wenn sie es nicht anders besser können? Du sollst dich mal eine Runde. Nein, er soll die Fresse halten. So, also Fresse halten, Entschuldigung, Fresse halten. Ja, wirklich. Ich sag mir für das und ihm auch bei mir aus gerne nochmal selbst. Ich bin eh gleich in der Werkstatt. Könntest du bitte vom Sejovic dem Ryan ausrichten, er ist eine Tomate? Sejovic lässt ausrichten, dass du eine Tomate bist. Seine ganze Familie ist eine Tomate. Er hat gesagt, seine ganze Familie ist eine Tomate. Ryan sagt, seine ganze Tomaten? Familie ist tomatig. Sechserpack Tomaten. Er ist so eine Tomate, sogar zwei Stück also fehlen. Sejovic sagt gerade, Ryan ist nur sauer, weil Sejovic Ryans Mutter flachlegt. Jetzt wird's komisch. Er hat gesagt, nur weil er deine Mom quasi flachlegt. Ach, jetzt, ich halte mich raus. Oh, er steht vor uns. Tja. Eden soll die Fresse halten. Was? Du sollst nochmal die Fresse halten, soll ich dir ausrichten, ja. Achso, ja. Na? Was ist? Na? Was ist los? Heute nicht in... Ryan ist da, der wird es schon verhandeln. Alles klar. Fahren wir jetzt runter, Autohaus, oder was? Ja, alles klar. Tschüss. Ja. Sonst lasse ich die auch jetzt, wenn sie die große Fresse haben, noch eine halbe Stunde warten. Wie machen wir jetzt? Haben wir gerade Luft, soll ich runterfahren, schnell Autohaus mit Zähnen oder was? Hast du ein Auto dabei? Ja, ich habe oben mein Übermacht. Ja, dann geh kurz runter. Ich muss jetzt eh noch einiges ankaufen. Okay. Ich komme jetzt gerade eh nicht auf die Fahren wir mit meinem. Ja. Fahren wir mit meinem. Soll ich den hier einfach im Raum stehen lassen? Ja, oder? Der braucht den noch ein bisschen. Der ist noch ein bisschen jetzt verbeult. Jetzt ruft der kleine Pisser an. Du, was Ryan, los? Der braucht den noch. Schau mal, der ist ja der Zadell da hinten. Ich flieg mit Flugzeug gleich in ein anderes Land. Was ist das für eine Frage, Alter? Halt's Maul, wartet einfach auf mich, Alter.
Ich hab gerade herausgefunden, dass du Matthew bist. Der kann der ausbeulen da hinten. Ja, nerv doch einfach nicht. Ich komm gleich runter. Fertig. Der passt. Stellen irgendwo hin, dann müssen wir mal reparieren da. Ja. Ja. Bleiben Sie mal kurz stehen. Moment. Jo. Ja. Ich denke mal einfach mit der, wie sagt man, einfach mit der Tür ins Haus fallen. Ne? Ah, danke. Ja, alles gut. Dann müsst ihr eh gleich wieder hier sein. Weil ja, passt. Fahr mal. Hast du oben stehen, oder? Jobgürtel. Ja, ja. Eine Rechnung. Ist schon wieder nervig, oder was? Ja, hast du ja bestimmt. Sind nicht zwei Leute von mir unten? Ja, aber ich glaube nicht, ja, dass die Entscheidungsmacht da haben. Ach so. Wenn es um die wichtigen Sachen geht. Ach so. Dann schauen wir mal. Du weißt, was wir brauchen auch? Mehrmals jetzt schon in Zukunft Plastik. Plastik? Ja. Ja, Matthew hatte gesagt, er wollte mir noch eine Liste schicken, so. Ja. Dass wir halt auch eine feste Menge haben und dann sagen wir halt so mäßig, wir treffen uns jedes Mal am Wochenende und dann wird halt eine feste Menge immer übergeben. Jo. Dass man halt wirklich auch ein bisschen planen kann. Meinst du nicht, wenn ich mit dem Auto vorfahre, dass der Seovic zum Weinen anfängt? Ja, sowieso. Ich bin übrigens bei 2 Millionen, ne? Also wenn man Kredit aufnehmen kann bei dir, da ist das wirklich gar kein Problem, dann nehme ich den direkt gleich mit. Hast du nicht gesagt, bis Freitag kaufst du ihn mir ab? Ja, warst ja nicht da. Ja. Aber ich habe noch einen Raptor gekauft. Deswegen also ein paar Zwischenprodukte. Also wir haben heute Sonntag und du hast 2 Millionen. Ja, ich glaube ein bisschen über 2 Millionen sind es. 2,2, 2,3 oder so. Ja, brauchen du es aber mehr. Und das ist nur, es ist nach Freitag, was soll das? Ja. Unglaublich. Hastings eintreffen, Dispatch. Ich muss mich da nochmal umziehen, da unten. So. Ich muss da immer aufpassen, weil da stehen sie immer, die Einzelmännchen. Ja, ich fahre die ganze Zeit 80 durch die Stadt. Eigentlich eine gute Idee. Also, ich wurde bis jetzt noch nie angehalten. Damit kannst du es eigentlich maximal nerven, gell? Vor allem, wenn die hinterherfahren und dich blitzen wollen. Ja, mir ist einer letztens vom Hauptplatz hinterhergefahren, so lang, bis ich dann einmal über eine rote Ampel geschossen bin. Das ist doch so ein Witzbold. Da stehen die 4 Einzelmännchen, die 4 von der Tankstelle sind das. Wäre dann auch in der Preisspanne etwas günstiger als G-Klasse. Ja. Haben wir mit und ohne Dachbox. Das ist ja wirklich jetzt. Ich komme mal vor wie im Zirkus. Ich gehe mich schnell umziehen. Dazu. Nö. G6 hat aufgeladen und begibt sich nun zum Abschlepphof. Also ist direkt inbegriffen. So. Jetzt muss ich mal kurz wechseln. Irgendwie schauen, dass ich da jobübergreifend was machen kann. Scheiße. So sind die Wochen gewirtschaftet worden. Ja. Ui, das ist eine gute Wirtschaft. Auch ins Preissegment eher unter die G-Klasse zum Beispiel. Und Servus, hallo, grüß Sie. Hallo. Servus. Jawohl. Hallo. Servus. Ja, hey. Komm mal kurz mit raus. Wir haben uns schon gesehen, wie geht's? Gell? Wir haben uns schon gesehen. Ja, ja, wie geht's? Ach, schau! Sie sind alle Zwillinge, der Drilling. Sie sehen alle gleich aus. Das ist unglaublich. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie alle dieselben Haare haben hier? Das liegt am Style, ja. Wir haben Geschmack. Sieht man an den Autos. Gell? Ja. Leasing. Wie sieht's aus? Leasing. Leasing. Ja, können wir machen. Nämlich eine Rate und die ist sofort. Das ist dann aber kein Leasing, das ist Sofortbezahlung. Nee, ey, den haben die vorhin gar nicht gezeigt! Wir haben es noch nicht gesehen, gell? Nee.
Servus, grüß dich. Grüß dich. Hallo, servus. Das ist der Herr, der so herumgeweint hat, gell? Ja. Grüß dich, Andel. Servus, Eden. Vierer Golf, Ausfahrtsmotor, PKW, rechte Seite, der will auch die Unis. Komm schon auf ihn zu. Nee, der ist im Wartebereich. Ja, schwarze Rollkragenpulli, blödierende Haare. Das sieht ja wirklich aus wie eine Tomate. 1.650.000 müsste der liegen. Bitte was? Achso, der mit der hinten, mit dem Kopf da. Nein, der Herr hier. Wer denn? Ah, hier. Seovic. Ryan meint, das sieht aus wie eine Tomate, muss ich ihm recht geben. Achso, hab ich nicht gesehen. Die richtig rote. So, was kann ich für euch tun? Preise. Wir wollen einen guten Preis, wenn wir hier einkaufen. Wenn wir jetzt kaufen, wir eh nicht, aber für später. Wir würden gerne Preise verhandeln. Preise. Wenn wir würden gerne Firmenfahrzeuge. Prozente richten sich auf die Preise, oder? Mr. Besserwisse. Oder etwa nicht? Ja, wir kommt drauf an, ob die Prozente die nach oben oder nach unten gehen, gell? Ja gut, wir verhandeln die Prozente, die Preisprozente. Ja, dann die Prozente gehen, gehen wir mal ins Büro, das ist ja... Dann, achso, das ist doch keine Toilette da hinten. Achso. Ich wollte mich vorhin schon mal fragen, ob das hier die versteckte Toilette ist, von denen keiner redet. So die Toilette, von denen keiner sprechen will. Ja, ach, schön. Noch guck. Ich mach zu hinten. Ja, dann setze ich mich doch mal schön hier. Alter, ich hoffe, dass mein Arsch schon mal nicht brat wird von dem Sessel. Schön ist es hier. Danke, danke. Ich setze mich auch hin. Ich bin alt. Kannst du sich in deinen Nacken reinatmen ein bisschen, ne? Ist nicht schlimm. Das ist ja eh schon gewohnt. Du musst ja frisch rasiert sein wegen dem Tattoo, oder? Natürlich. Natürlich. Immer rasiert. Tut's ein bisschen schwer beim Hinsetzen, ne? Das kommt jetzt auch ein bisschen öffnen. Hast du es da mal mit mir hinsetzen? Oha! Ich lass noch. Da habe ich jetzt, okay, gut. Also, soll ich mal anfangen? Bitte. Also, wir hätten gerne Firmenfahrzeuge. Das heißt, wir würden bei Ihnen so ein Package kaufen, wenn es mal ist. Also jetzt für die Zukunft, nicht jetzt, nicht heute, nicht morgen. Habt ihr schon ein Modell ausgesucht? Ja, wir haben ein paar im Auge. Wir haben, ich glaube, Maybach haben wir jetzt gesagt, gell? Und dann haben wir noch den Raptor im Auge. Maybach war gar nicht die Rede. Die... Kommst du auf Maybach? Wir haben nicht einmal Maybach gesagt. Ihr habt doch gesagt, eine lange Limousine. Na, ja, so back to the roots in Maybach. Erstmal, wenn uns die nötig auf. Es geht also, es geht gut, allgemein um Prozente, um vielleicht für die Zukunft, weil am Ende profitieren sie auch von uns. Wir haben einen guten Deal mit der Werkstatt im Moment, ja. Genau, und vielleicht kann man dann noch was profitieren in die Richtung des Autohauses in ein paar Prozent auf Einzelkäufe oder dann nochmal in Massenware. Mhm. Die gute alte Massenware. Man muss sagen, zu den Preisen, die wir es ja an den Mechaniker geben, verdienen wir an sich kaum was. Das ist ja weit unterm Wert, sag ich mal, dem normalen. Gut, aber ihr kriegt ja auch von uns dafür dann immer gute Reparaturpreise. Das muss man auch so sagen, gell? Von dem weiß ich nichts. Ich bin, ich habe die ganze Woche geschlafen. Na, wir haben Fixpreise ausgemacht, egal ob Totalschaden oder halt kleine Reparaturen. Oder zwischen uns. Und Fixpreise fürs Tuning habe ich alles genau gemacht schon. Top. Super, dankeschön. Dafür kriegen wir halt die Rohstoffpreise, die wir halt in Massen brauchen, aber halt aufgrund des Stresses nicht dazu kommen, die zu erarbeiten, kriegen wir halt die zu, wie der Seovic gesagt hat, zu sehr guten Preisen. Aber es ist halt ein Geben und Nehmen. Ach so, wir verkaufen die Rohstoffpreise. An uns, ja. An euch, okay. Das wusste ich natürlich nicht. Gut, dass ich heute schön aufgeklärt wurde. Ich wurde heute nämlich ins Auto gesetzt, ins kalte Wasser geworfen. Du kannst auch Chef lesen. Ist das ja schön. Das gehört so, das ist bei mir auch. Ausführlich habe ich es reingeschrieben. Das lese ich doch nicht, wenn ich 8 Tage. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Ja, das dann lies. Ich kann nicht lesen. Ja, ich weiß, aber trotzdem, ja, dann lass dich vorlesen von Edin. Ja, Edin liest vor. Basics eintreffen, Abschleppung. Edin ist, so Spaß. Kommt mir so vor wie das Kind so beim Weihnachtsbaum, ne? So, dass man immer die Weihnachtsgeschichte vorlesen muss dann. Darf ich mal kurz mit der Kinnlade ins Wasser fallen? So sagt man das ja so schön auf Deutsch. Ja. Was könnte man bei Ihnen prozenttechnisch so rausholen, wenn wir jetzt sagen, wir würden gerne bei Ihnen ein Firmenfahrzeug kaufen? Und was könnten Sie noch rausschlagen, wenn wir sagen, wir machen den Privatverkauf an die Einzelperson, prozenttechnisch? Also, wie gesagt, ich habe jetzt gerade vorhin noch mit Ryan gesprochen. Wir tun da jetzt noch einmal hin und her schicken, zwecks Listen, was wir immer für Materialien brauchen. Im Moment ist auch Plastik sehr... Sag ich immer stark die Nachfrage bei uns. Da arbeiten wir noch was aus.
Beim Package würde ich tatsächlich sagen, kommt auf das Fahrzeug drauf an und auf die Menge, aber ich würde sagen, so ab, ist eine gute Zahl. Naja, ich würde einen Prozentsatz ausmachen, oder? Was wir sagen, auf ein Package ein Prozentsatz, ein großes, wenn man sagt, genau, ab Fahrzeuge. Das, nur ab wie viel Fahrzeuge ja, also ist es ein Package? Ich finde auch, ab 5 ist eine gute Zahl, ja, dass man da sagt, ab 5 sind es dann 5%. Ford Raptor hier schon Abzug. Gekümmert. Gut. Bitte? Also ich finde 9% hört sich gut an. 9% Abzug machen wir nicht. Ja, aber da verdienen sie doch noch zwischen, was dran, oder nicht? Aber die Hälfte zwischen 9 und 5 ist eigentlich immer ganz gut, weil 7 ist meine Lieblingszahl. Na, also wie gesagt, da bleibe ich bei 5. Aber da habe ich jetzt auch nicht so die Riesenmarge. Ja, wie viel Prozent nehmen sie denn? Also woran verdienen sie noch? Bitte? An wie viel Prozent würden sie verdienen? An wie viel Prozent? Ja, ab wie viel Prozent? Die Frage ist ja, bis zu wie viel Prozent verdienst du noch? Dass wir so circa wissen, wo wir uns mit den Prozenten einnehmen. Ich wäre jetzt ein schlechter Verhandler, wenn ich das preisgeben würde. Ja, aber, so. weißt du, was mich einen guten Verhandler macht? Dass ich das weiß. Tja. Aber schau mal, sie sagen jetzt 9, sagen sie nein, sie sagen aber 5 ist okay. Wie wäre es denn mit 8? Na. Also wie gesagt, ich bleibe bei 5. 7,5 ab 7 Fahrzeugen und 5% für Einzelkäufe. Einzelkäufe mache ich sowieso, da wäre ich bereit, dass man sagt, ein Auto nach Wahl und danach wieder normal. Also bei Einzelkäufe sagt mich einmalig auf einen Einzelkauf für eine Einzelperson 5% weg und dann ist das und für Mehrfachkäufe, also sprich Packagekäufe, würde ich auch sagen, so ab 5 Fahrzeuge 5%. Ja, aber wie wär's damit? Wie wär's also 8% ist nicht so ein Thema? Oder ist das schon der Gewinn, die Gewinnmarge so gering, dass man sagt, das geht gar nicht? Das ist schon ziemlich hart an der Grenze. Deswegen für uns, hart wo wir sagen. Ich finde 7,5 ist nicht so hart an der Grenze. Doch. Nö, ist ja, so genau 7, dazwischen. Ey, aber schon genau mal 7, dazwischen. Mach mal 7 und das ist gut, oder? Weil 7 ist doch dann etwas, wo man sagt, es ist nicht dazwischen, weil dann weiß ich, sie verdienen auch noch genug dran. Dann mach mal 7% und 7 ist eine schöne Zahl. Ich denke mal, dass diese 2% nicht so arg wehtun, wenn wir öfters die Auto kaufen kommen, weil es bleibt nicht bei 5. Wir kaufen ja immer wieder Packages ein. Ich glaube, 7 ist eine gute Zahl. Also am Ende profitieren sie auf die Dauer ja auch damit. So ist es. Wir werden ja auch nicht weniger. Ist ja ein Geben und Nehmen und wir kaufen ja trotzdem bei ihnen ein. 5 Fahrzeuge und vielleicht auch mal einen Tag 20 Fahrzeuge. Das wird ja trotzdem noch. Diese 2% tun dann nicht so weh, oder? Dann gehe ich noch einen Meter auf 6%. Na komm, 7. Jetzt sind wir sind von 9 gerade auf 7 runter. Ich bleibe bei meinen 6. Nehmen oder... Haben Sie zu 5 auch schon gesagt. Bitte? Ja, 7 ist haben doch... Haben Sie bei 5 auch schon gesagt. Wir können uns ja trotzdem... Ich hätte eine Idee. Was machen wir? Folgendes. Bei 5 Fahrzeugen machen wir 6, bei 10 machen wir 7. Package-technisch. Klingt doch gut, oder? Dass wir sagen, wenn wir 10 auf einmal kaufen, machen wir 7. Wenn wir nur 5 kaufen, machen wir 6. Naja gut, damit könnte man dann jedes Mal 10 Autos auf den Schlag kaufen. Nein, aber ist ja dann trotzdem mehr. Ist ja viel Geld im Spiel. Wenn man sagt, wir machen 5 nur, weil wir gerade das Geld nicht haben, machen wir ja 5. Dann verdienen sie 1% mehr und machen wir 10. Jetzt halt ein bisschen Rabatt, so Mengenrabatt. Dann machen wir 10 für 7 und 5 für 5. Du könntest auch machen, wenn es so besser ist, dann machen wir so. Ich rechne das einmal kurz durch und dann überlege ich es mir. Ja, aber da machen sie trotzdem. Ich kann auch gerne 10 für 10 machen. Kein Problem. Ne, dann hat er keinen einfacher. Gewinn. Dann ja, ist aber einfacher in der Rechnung. Dann hat er aber keinen Gewinn mehr. Dann ist er auf 0-0. Machen wir 11, macht er Minus. Im Fahrzeug jetzt jeweils. Da ziehst du ihm die Unterhose aus. 10% kriegt er. Er sagt ja, 10 für 7% ist doch ein Schnäppchen da. Das passt doch. Also am Ende profitieren sie auch davon, weil halt. So ist es. Also, wenn am Ende es heißt, so 5 Autos oder so, dann würden wir vielleicht auf 10 gehen. Das heißt, sie kaufen ja trotzdem 5 Autos mehr. Also, ist jetzt nicht so, dass es also der Verlust ist. Okay. Also. 5 Autos, machen wir 5% und bei 10 Autos 7. Ja, machen wir so. Ja. Ich würde sagen, das Code machen Sie das schriftlich? Na komm.
Wir haben Harnstadtqualität. Machen wir den D. Naja, ich habe schon von vielen. Ja. Ja, aber glaubst du, dass der Herr da vorne in dem wunderschönen Anzug im Autohaus, dass der sowas macht? Na gut, dann, also, aber wir vereinbaren uns, dass wir die Käufe nur bei Ihnen tätigen, oder wie wollen wir das machen? Weil, bitte? Oder kommunizieren Sie das mit den Mitarbeitern? Eben, meine zweite Hand ist da, ich hole ihn einfach direkt. Jo. Okay. Aber wenn wir das so bei uns machen, Jungs, wir müssen uns auch festlegen, wer dazu berechtigt ist, das Fahrzeug zu kaufen. Wo ist denn Aiden? Habt ihr den gesehen? Aiden, der stand eben noch da vorne. Aber jetzt weiß ich nicht. Weißt du, wo Aiden ist? Nee, gerade nicht. Der war, glaub ich glaube, es ist bald wieder so weit, dass wir die Werkstatt wieder schließen können. Magst du ihn mir suchen, wenn du ihn siehst, bitte? Also, sie sagen, er soll schnell kommen. Ich hätte hier unten einen Kunden, der gerne mit mir reden würde. Digga, die wollen alle mit mir reden. Der Ziegler. Muss man einen Funk ausmachen? Aiden, ich habe ja seine Nummer, ich gupf. Ich bin hier. Ach, da bist du, Aiden. Kommst du gleich mit bitte ins Büro? Ich musste ganz dringend gerade mal. Sehr schön. Na, komm mit, ich habe was. Zeigst, dass du gleich mit bist. Ja. Ich habe da gerade nämlich eine Kooperation wieder. Ja, ich wollte mit dir sowieso nochmal sprechen gleich. Ja, passt. Ich meine, ob das da noch aktuell ist. Das meine ich. Hallo. Servus. Hallo. So. Dass du das auch gleich mitbekommst. Ich habe jetzt Folgendes verhandelt. Dadurch, dass uns in der Werkstatt. Also ich finde das super. Wie ist bei euch nochmal der Firmenname? Soll ich das vorsagen? Ja. Saugstaub GmbH Coca G E.U. Incorporation. Gesundheit. Genau, diese Firma. Dadurch, dass wir da gute Deals und Preise haben zwecks der Werkstatt und die uns da unglaublich aushelfen, haben wir jetzt verhandelt, dass sie die Firmenfahrzeuge exklusiv nur bei uns beziehen wollen. Modellauswahl, ja, das wird sich wahrscheinlich dann noch beraten lassen von uns. Wir haben jetzt ausgehandelt, wir haben zwei Package-Deals. Wir haben 5er-Package und 10er-Package. Wir sollten noch festlegen, dass man sagt, nur da und was die Auto oder bis 10, haben wir bis 10 sind es dann die 5% und ab 10 dann die 7. Na? Okay. Okay. Gut. Wir haben jetzt ausgehandelt, also ab, also bis 9 Autos sind es 5% das Package und alles ab 10 sind 7% Abzug für den Package. Also die zwei gibt's. Okay. Top. Klingt nach einem guten Deal. Ja. Frage privattechnisch. Ja. Wir sagen, wir machen einen Einzelkauf. Man könnte sich da vielleicht noch auf 2 einigen, 2%. Auf 2%? So 2% Einzelkauf. Das heißt, jemand geht von uns hier was kaufen und dann sagen wir hier 2% Abzug für jeden Einzelkauf. Ja, doch, gut, oder? Das ist im Anbetracht der Situation, das wäre fair, ja. Gut, dann. Kann man das 2% für einen Einzelkauf. Dauerhaft? Ja, dauerhaft. Das ist wie das andere. Wie gesagt, entweder mein Angebot wäre gewesen, einmalig 5% auf ein Fahrzeug der Wahl, aber dauerhaft 2% wäre. Dann nehmen wir lieber dauerhaft 2%. Genau, wie auch gesagt. Ja, wie gesagt. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Stellen wir sicher, dass nicht Leute von dem Deal erfahren und den Deal ausnutzen. Da müssen wir halt irgendeinen Weg finden, damit sie auch nicht über den Tisch gezogen werden. Im Endeffekt das Einfachste wäre, und Codewort, das, wenn sich das rumspricht. Was halten Sie davon, wenn jeder Mitarbeiter, der die 2% anwenden wollen würde, dass einer von den vor Ihnen stehenden 5 Leuten dabei sein muss? Mindestens einer davon. Das wäre ein Deal, oder ich bräuchte halt eine Liste mit Namen, von jeglichen Namen. Wo ich dann einen Führerschein halt einbeziehen neue Leute, könnte. Die vielleicht neue Leute haben, sollten auch nicht gleich irgendwie von allem profitieren. Ja, aber das Name ist aber auch nicht schlecht. Schau mal, wir zeigen den Namen vor. Aber das könnte man noch ausmachen, ab wann, ab welcher Berufsgruppe oder ab welchem Ding bei in der Firma. Weil das ist ein gutes Ding. Also jeder Azubi oder so sollte das natürlich nicht beziehen können. Sollte nicht gleich davon profitieren, denke ich. Ich weiß nicht, ab wann es bei euch, was ihr da habt für eine Einteilung. Was meint ihr denn hinter mir? Was meint ihr denn? Wollen wir das machen mit einer, mit einer Namensliste oder
Wollen wir lieber. Aber ich finde das nicht schlecht, wenn einer von uns fünf dabei sein muss. Ich finde das auch nicht schlecht. Nur einer von uns fünf. Ich habe da noch eine andere Idee dabei. Also dann kommt vielleicht Namen, dann kommt vielleicht spontan was dazwischen, dann kündigt die Person, dann wird das nicht gleich kommuniziert und dann, Ja, eben, hätte ich auch gesagt. Wir würden sagen, dass einer von uns fünf dabei sein muss. Ich würde, das wäre, glaube ich, die beste Lösung. Weil wir kennen das. Können Sie nochmal aufschreiben, wenn Sie möchten, die Namen oder was? Dass ihr sie aufschreibt. Also, ich kann mal einen Ausweis vorlegen, oder? Ja, kann ich auch. Ja, Ian, magst du von jedem einen Ausweis aufschreiben, notieren? Ja, dazu wollen wir dann gleich sagen, dass sowie auch die Firmeneinkäufe, also die Packages, werden auch nur von uns fünf werden gekauft. Das wäre, ja, natürlich. Also wir sind die obersten fünf sozusagen und die. Okay, genau. Bitteschön. Dankeschön. Zurück. Ich glaube, von dem Deal haben wir alle was. Brauchst du meinen Aiden, oder? Glaube ich auch. Und wegen der Geschäftsbeziehung. Und wegen der Liste von Materialien, da bleiben wir in Kontakt, ne? Ja, ja, der Matthew hat ja gesagt, der schreibt mir dann nochmal eine Liste. Da müsst ihr mich bitte nochmal genau aufklären, was ihr da jetzt aufgebaut habt, ne? Ja, natürlich. Das Nein, nicht sie, sondern... Naja, ich wollte gerade sagen, natürlich, das macht dann der Kollege. Ich habe 8 Tage Dunrösen Schlaf gehalten, also... Schön. Schön. Ja, na, nicht schön. Gar nicht schön, weil man nichts da mitkriegt. Ja. Dankeschön. Ja, ich werde da auch immer irgendwo ins Wasser geschmissen. Ich kenne das. Ich bin heute in die Werkstatt gegangen, da trifft mich der Schlag. Weißt du schon was wegen Tuning von hochmotorisierten Fahrzeugen? Da hat Matthew gesagt, dabei ist er noch nicht sich ganz sicher, weil Tuning aktuell 16.000 oder 20.000. Da kommen wir nicht hin mit die hochpreisigen. Deswegen, da wollte er nochmal gucken. Ja, da würde ich dann auch sagen, dass wir da einen Prozentsatz aushandeln. Du musst mich nur umbenennen. Dadurch, dass wir in der Werkstatt da so einen Deal haben, dass wir sagen, vielleicht einheitlich dann 2% oder so Abzug noch einmal auf Tuning für Hochpreisige. Streiche ich das so ein? Ja, das können wir ja dann nochmal. Das aber will ich dann drüben noch einmal im Büro noch. Ich glaube, ihr habt dann noch nicht mal geprüft, wie viel euch das kostet dann für die Hochpreisigen. Es gibt noch, wie gesagt, ich kriege das ja mit, was da verkauft wird, aber es hochpreisig ist da noch nichts. Ja, Mittwoch können wir das gerne, wir können das gerne testen. Ja, ich habe gedacht, wir machen das schon am Freitag, ne? Wird das Tuning teurer oder was, das so teurer das Auto ist? Du kannst ja halt klar, dass ein Auto kaufen und der ja, aber kostet dann 20.000. Das Problem ist doch nur dabei, dann, guck mal, wenn ich jetzt ein Zivilist bin, dann gehe ich doch lieber einfach 5 Stunden in die Mine, hol mir den ganzen Scheißkram zusammen, gehe einfach in irgendeine billige Werkstatt, mache mir meine eigenen Tuning-Teile, als 200.000 für Tuning zu bezahlen. Das stimmt, das ist ja eben offen, aber das ist Das hatte Lukas mir auch schon erzählt, der hat sein eines Auto selber getuned. Ja, wird sich doch zeigen, ob das so ist oder nicht, weil du kannst es ja auch selber machen. Oder du gehst halt in die Garage, das muss ja der Herr selber wissen, was er macht. Der wird schon merken, wenn du wenig Kundschaft ist, dann werden die das ja auch ändern mit den Preisen. Ich wollte nur nochmal sagen, dass... Natürlich, klar, aber es ist auch klar, dass natürlich ein ich sage jetzt einmal, ein Golf... natürlich nicht die nötigen, also nicht so aufwendig ist wie jetzt zum Beispiel, ich tune jetzt am Pfister oder einen Lambos oder so. Das sind halt andere Bauteile. Das ist auch natürlich, die Ersatzteilkosten sind halt enorm höher. Das muss man halt auch mit einbeziehen. Nee, das ist eh klar. Ja, es selbst Haus bauen ist günstiger, aber das ist halt die Frage. Zeit ist halt Geld. Manche sagen lieber, die sind es lieber, die stellen das bei uns hin, lassen es dann für gutes Geld machen. Und in der Zwischenzeit machen sie das Fünffache von dem, was sie fürs Tuning aufgebracht hätten, an Geldwert wieder. Das ist alles eine Frage der Zeit. Na ja, klar. Ja? Weil wenn ich jetzt sage, für ein 5 Millionen Auto kostet Tuning 150.000, so, ja, dann sagen manche, ja gut, ich stelle es euch hin, ich hole es wieder ab. Statt dass ich mich jetzt da 6 Stunden irgendwo hinstelle, weil da mache ich mehr Geld anders. Das hat alles eine Frage, das Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Bevor ich es vergesse, wollen wir manchmal Nummern austauschen? Dann kann ich in meine Nummer. Ja, gerne. Diese Airdrop-Funktion finde ich ja äußerst. Ich kann Ausweise bekommen, die sonst. Edin, von dir brauche ich keinen mehr, sonst der Rest war bei mir, oder? Ja, warte es mir bitte auch. Ich bin die Katrin. Mir bitte auch Nummer. Irgendwer ist Feuerwehrmann Sam. Das bin ich. Ich bin Bromium. Bromium. Ich bin die Katrin. Katrin. Andrews Form, ist das richtig? Das bin ich. Ich send meinen auch mal weiter, ne? Haben Sie meinen bekommen? Sie müssen mich nur umnennen oder du dann zu Freddy. Chromium wäre halt Edin. Theo wird. So. Gut. Passt. Dann haben wir das.
glaube, ich habe jetzt alle drin. Drario, Chromium, Feuerwehrmann. So, super. Fehlt aber noch. Katrin ist noch. Katrin fehlt mir noch, ja. Ach so, warte, ich habe. Ach so, ich musste ja auch. Stimmt, da war ja was. Airdrop. Wo mache ich denn das? Auf Kontakt teilen. Kontakt teilen, na. Da, hier bitte. Dann Andrews Phone. Ah, hier, ja. Jawohl. Jo. Super. Beste Funktion ever. Das ist wirklich ein Segen. Das ist eine sehr gute Funktion. Oh ja. Bin sonst nochmal zu faul, immer Nummern einzutippen. Ja. Heißen Sie mit Vornamen Andrews? Andrew. Das ist bezogen aufs Phone. Das ist quasi mir gehört. So wie kannst Freddy's. Kannst du den Namen auch anpassen, ne? Wieder? Also, kannst du den Namen auch anpassen. Ich weiß, aber es passt schon so. Hat mich vorhin wer angerufen im vorhin im Autohaus zu ihm? Das ist der Spitzname. Das hören Andy. Die Leute, den Spitznamen hören die Leute so am Hauptplatz, am Tauchen und so. Nee, das war gerade hier eben, da haben sie den auch noch begrüßt, ja. Den Mitarbeiter. Was denn? Ja gut, meine Mitarbeiter so, ja, aber... Ja, das waren Mitarbeiter. Hallo Andel, und dann hast du... Ja, ja, ich bin schon gewohnt. Wie heißt sie? Heißt sie jetzt Andrew oder Andrew? Ja, Andrew. Ja, aber passt das doch nicht. Wie kommt man darauf? Ja, das ist spannend. Aber ja. Das ist wirklich sehr spannend. Ich hatte heute auch in der Werkstatt, habe ich gerade mit Matthew telefoniert. Darf ich Andy sagen? Ja, klar. Ich habe mit Matthew telefoniert und wir haben gesprochen, so ja, uns fehlt Kunststoff und wir wollen Kunststoff ankaufen. Kam auf einmal 5 Minuten später ein Dispatch, für wie viel kauft ihr Kunststoff ab? Da meinte Matthew auch, das ist sicher am Hauptplatz oder so. Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, genau, beim Fischen oder so, beim Tauchen hat sich das gerade... Nee, beim Tauchen am Hauptplatz. Richtig. Wie erklärst du dann, dass das Andels Autohaus heißt? Ja, deswegen. Das heißt ja Andels Autohaus, das ist von sonst woher gegangen. Aber woher wissen die Leute, dass es ich bin? Andere gute Frage. Ja, weil Andrew. Als ich das erste Mal hier war, warst du hier mit einem fetten Grinsen und hast Autos gezeigt. Deswegen wusste ich das. Ja, aber er hat auch immer einen fetten Grinser. Und in diesem Moment, wo wir gesprochen haben, wurden sogar gerade Materialien an die Werkstatt gebracht. Super. Freut sich dann. Perfekt. Okay. So, das bestimmt mal Kunststoff. Gibt's da auch noch welche? So hier in dem und Ryan, wir bleiben da deswegen in Kontakt, ne? Ja. Klär mal deinen Chef an, auf was bei uns läuft. Ich denk mal Mittwoch den oder so. Der war ca. 500.000, ne? Ui. Den nehme ich auch. Ja, kannst du mir dann ein Auto noch kurz geben? Was brauchst du denn? Oder du? Ja, kann sonst Aiden gleich machen, weil dann mache ich inzwischen die Abrechnung, dass ich gleich die Gehälter zahle. Zum Probefahren oder zum Kaufen? Kommt. Sind wir fertig? Wir eigentlich soweit. Also ihr wollt noch Autos schauen, sind wir fertig. Nö, wir sind fertig. Dann sind wir durch. Super. Sind wir durch. Wieder einen schönen Tag. Dankeschön. Eine Frage hätte ich aber noch. Ja, bitte. Was macht ihr für Dienstleistungen bei euch in der Firma? Also wir können uns auch ins Büro. Alles. Verkauf. An- und Verkauf. Okay. Alles, was das Herz begehrt, kann man sagen. Okay. Wenn es brennt, das sind wir 2%. Also wenn er mal irgendwie keine Ahnung, Sicherheit braucht, müsst ihr Bescheid sagen. Sicherheit, okay. Ja, weil falls wir vielleicht mal von der Produktion eurer Produkte oder so profitieren, dann würde ich auch wieder auf euch zukommen. Okay. Ja. Wenn ihr mich einweihen wollt. Wir produzieren unterschiedlichste Dinge. Wir haben eine ganze Fabrik in Produktion. Also. Ja, deswegen, falls ich mal ins... Verschiedenste Produkte. Das ist eine weite Palette. Wir verkaufen auch verschiedene Autos. Das ist die Frage, was er braucht. Also keine Autos, aber verschiedenste Produkte haben wir. Ja, kommt halt drauf an, kommen Sie mal vorbei, kann ich Ihnen was anbieten. Okay, ja. Dann machen wir das so, dann komme ich mal vorbei. Genau. Und dann... Ja, so ist es. Super. Nummern haben wir ja ausgetauscht. Super. Ja, genau. Ja. Sind jetzt immer kontaktiert. Gut. Jawohl. Gut. Alles klar. Passt. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, gell? Erfolgreichen Arbeitstag noch. Ja, danke schön. Ah ja, ihr Angestellter, muss ich darauf hinweisen, der hat uns keinen Kaffee angeboten beim Reinkommen. Oh wei. Ganz großes Problem. Ja. Habe ich ihn gefragt, ob man das nicht normalerweise im Autos macht, hat er gesagt, ja, eigentlich schon. Habe ich gesagt, ja. Tatsächlich haben wir uns so nicht gekümmert, wo wir einen Kaffeebestand herbekommen. Also. Ja, da hinten ist auch ein Automat, oder? Ist hier nicht so ein Kaffeeautomat? Das ist ein Zierde-Automat, leider. Ach so, der funktioniert gar nicht. Mm-mm. Der ist so Zierde da. Aber die Autos schon, oder? Ja, die gehen auch nicht. Das ist das Zierde. Da musst du treten, so Bobby-Car. Die Autos gehen tatsächlich. Okay, ja.
immer etwas. Es geht ja hier nicht um Kaffee, es geht ums Auto. Mhm. Ich glaube, nur um es, ich glaube, es wird dazu nie kommen, aber noch wichtig zu erwähnen wäre, dass bitte der letzte oder der auf gar keinen Fall aus dem Deal ausgeschlossen werden kann, ist Marc, also er neben mir. Hallo. Hallo. Das heißt, ich bin nicht ausgeschlossen aus dem Deal. Das ist super, danke. Nein, wir müssen jetzt nur noch festlegen, auch wer vielleicht von uns das als. Dankeschön. Also ich würde sagen. Also wir beide sind die Bosse und das sind unsere drei Stellvertreter. Okay. Und den Deal aufheben können halt theoretisch sagen, nur wir beide. Die Manager auch noch da rumstehen, falls wir einen brauchen. Ja. Okay. Also es wird nicht dazu kommen, aber dass wir das zum Notfall schon mal ausschließen, genau, sollten, ja. Dass nicht die kommen und uns sagen, hier, ein Freddy darf kein Auto, das, den dürft er nicht mehr Prozente geben. Also. Okay. Was? Aber es ist unwahrscheinlich, dass es passieren wird. Ey, ich würde mir jetzt echt gerne dieses Drecks-Tattoo stechen lassen. Ich glaube gar nicht, wie mir das ja, komm, steig ein, dann fahren wir. Sag mal, warum hast du das Tattoo nicht? Was soll das? Ja, weil es so auffällig ist. Ach, hat er auch wieder recht. Ja, aber muss. Ey, sollen wir das vielleicht unterstreichen, wie deine Familie muss? Wie deine Familie muss. Dann drängt, dann wird der Rollkragenbulli einfach noch höher. Und das hat, und das hat, der wird einfach abgestochen. Ich glaube, die Halskrause ist es. Okay, super. Dann, alles klar. Das, ne? Super. Hat mich gefreut. Super, ja. Dankeschön. Können wir vielleicht noch als Nebending festhalten, Testfahrten ohne Kaution? Auch wenn dann nur mit eurer Anwesenheit, aber ehrlich gesagt, da würde ich dabei bleiben, dass wir das machen mit der Hälfte. Ist ja auch kein Problem mehr, wenn ihr ein Autokaufinteresse habt, habt das Geld ja sowieso. Ja, manchmal muss man, wenn es aus der Firmenkasse kommt, müssen erstmal wir die Dings, ne? Aber ja, das mit der Testfahrt, da habt ihr ja keinen, da hat niemand einen Mehrwert davon, deswegen, da machen wir nur weiter. So. Ja, man hätte den Mehrwert, dass man die Autos testen kann, auch wenn man sie nicht leisten kann, dass man sagt, man streicht die Autos erstmal raus. Wenn man sagt, das gefällt mir vom Handling nicht, da arbeite ich nicht drauf hin. Die sind alle, top. Ja. Bullshit. Ja, außer der Raptor, ich weiß nicht, ob du nochmal eine Stelle anrufen willst. Der Raptor, ich hab schon gehört, dass da... Also, sag nie wieder, dass alle eure Autos gut sind, Alter. Die sind alle gut. Enlargo, Bullshit. Urus, Bullshit. X7, Bullshit. Da. Edin, ich glaube, du sollst ein kleines bisschen runterfahren. Wir haben gerade einen guten Deal ausgehandelt. Wenn du weiter sagst, wie Bullshit das alles ist, dann hast du gleich keinen Deal mehr. Meiner Meinung nach. Dann schließe ich dich direkt aus. Nö, andere Autos sind gut, aber die drei sind nicht gut. Wobei, macht einfach einen Vertrag, macht einen Deal und sagt mir danach, wie Bullshit alles ist. Er ist echt schlau. Du hast echt verhandeln gelernt. Ja, jetzt man kann vielleicht sagen, dass die Autos vielleicht noch verbesserungswürdig sind. Komm, lass gehen, das geht. Aber wir gehen jetzt. Sonst machen wir uns hier wieder Entschuldigen so Probleme. Entschuldigen Sie ihn. Es ist halt Tomate. Wie hast du vorhin gesagt, er sollte nicht einfach mal seine Fresse halten? Er ist eine richtige Tomate. Er ist eine richtige Tomate. Kannst du ihm auch immer gerne sagen. Okay, passt. Schönen Abend euch. Ciao. Ciao. Finde ich ein guter Deal. Ja. Dadurch, dass sie exklusiv bei uns kaufen, passt das. Also das heißt, dauerhafte 2% waren das, gell? Dauerhaft 2%, nur aber mit denen in Anwesenheit, mit den Chefs, wo du jetzt die Ausweise hast. Und dann haben wir gesagt, auf die Package-Deals, ab 5 Fahrzeuge Package-Deal 5%, ab 10 Fahrzeuge 7. Finde ich ein gutes Angebot, für das, dass wir die Preise drüben auch nachgeschmissen kriegen in der Werkstatt. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich hatte vorhin die Immobilienmakler hier. Ja. Bleiben wir bei den 5% oder wäre es vielleicht auch sinnvoll, mal zu überlegen, aufgrund der Inflation ein bisschen hochzugehen mit der Prozentzahl? Wo denn? Also die würden sich in Zukunft bei uns Fahrzeuge anschaffen. Ja. Und wir haben ja früher hatten wir mit den Maklern einen Firmendeal von 5%. Ja. Wäre es dann nicht vielleicht mal zu gucken, vielleicht nochmal 5% höher zu gehen auf 10%? Ja, wir bleiben jetzt mal bei 10. Ich habe ja keinen Mehrwert bei den Maklern. Außer die verkaufen mir ein Haus günstiger. Genau, wäre ein Gegendeal. Wenn ich die Häuser 5% günstiger kriege, dann lasse ich reden. Das war der Gegendeal. Also, dass wir quasi, je nachdem, wie viel Prozente wir geben, dann Prozente, die gleichen Prozente. Aber dann würde ich eher so aushandeln, dass ich sage, einmalig eine Flotte 5%, der Rest ist dann 10%, weil ich kaufe auch nicht 10 Häuser. Dass die dauerhaft bei uns 5% haben, aber ich kaufe mir maximal 2 Häuser bei denen. Da hätte man keinen Mehrwert. Das meinst du, dann einmalig 10% bei mehreren Fahrzeugen und dann immer 5? Na, umgekehrt. Also, umgekehrt. Also genau, also die kriegen entweder, sie suchen sich eine Flotte aus und sagen, okay, sie brauchen 5 Übermacht,
dann kriegt sie einmal auf diesen Deal 5% und danach sind es dauerhaft 10%. Dass wir quasi die Firmen wegen von denen 5% ausstatten. Aber die Privatkäufe bleiben bei 10%. Und dann für kriegen wir dann einmalig auf pro Kopf bei uns einmal auf ein Haus 5%. Also die würden uns tatsächlich, zu dem, zumindest das, was ich mit Herrn Belliano besprochen hatte, dauerhaft 5% geben. Ja, nur dauerhaft, wie viele Häuser kaufe ich? Die kaufen bei uns dann 10, 20 Autos über die Zeit und ich kaufe bei denen ein Haus, maximal zwei. Braucht ihr nicht mehr. Das wäre ein Minusgeschäft. Deswegen sage ich, ich statte die einmal aus, die Flotte, mit 5% und dann haben es 10% zu zahlen und sie geben uns pro Kopf ein Haus. Das dann bin gut. Ich damit fein. Und dann bin ist es fair. Hallo. Aber das, wenn es soweit kommen, die Verhandlungen, ich wäre sonst auch dann greifbereit, dass ich das... Ja, der Herr Belliano war da, wenn du magst. Ich kann dir sonst die... Ich weiß nicht, ob er noch telefonisch erreichbar ist. Ich könnte ihn sonst noch mal herbestellen. Na, alles gut. Eigentlich wollte ich wieder in die Werkstatt nämlich runter. Ich wollte jetzt eigentlich die Auszahlung einmal machen. Okay, ja, eigentlich wollte ich heute mal in der Werkstatt helfen. Ich kontaktiere ihn dann gleich nochmal, dann kommt er nochmal her, dann sage ich ihm das, gebe ich ihm das so weiter. Wenn er es so schnell schafft, dass ich mit der Auszahlung langsamer bin, dann lasse ich noch schnell verhandeln. Ich probiere es. Gut, dann mache ich die Auszahlung. Yes. Eine Frage. Wissen Sie zufällig, ob... So, wir haben gesagt, alle außer zwei berücksichtigen, gell? Genau. Passt. Guten Tag, Belliano, Franksy vom Autohaus. Da habe ich keine Ahnung leider. So, und wann ist der Chef da? Im Moment, tatsächlich. Da drüben. Fahrt ins Büro. Ah, okay. Ja, so, wir haben auf dem Firmenkonto, wir haben die Woche, holy shit, wir haben 1,4 Mille gemacht. Dann hebe ich einmal ab. So, das wird jetzt einmal abgehoben. Jetzt haben wir noch 5.000 am Konto, mehr brauchen wir nicht. So, 1,4. Hier. Brauche ich meinen Taschenrechner. Jetzt kommt Hasi. Hi, wirst du Energie von mir danken? Wie verpasst Streams, Andl, bitte den Kuss von uns beiden geben. Es ist halt einfach nach der Arbeit das beste Dienst zum Runterkommen. Ey, danke Kai Hans Paul, ich habe gerade den Schmatzer meines Lebens bekommen. Hat gut getan. So, ich hab gemacht 30, kommt an mich. Okay. 432k halt ich mir selber. Kennzeichen vergessen einzutragen oder hier vergessen. Also. Super. Also ist wirklich viel angenehmer. Sorge nicht mehr als... Oh, schön, ich mach ihn schon Platz. Geil, ich kann mal zu zweit auch. So hast du das Geld, ne? Jo, dann bräuchte ich einmal noch Ihren Führerschein. Aiden sieht halt so schick aus. Ja, was ist da los? Es ist eigentlich jeder anwesend außer Marcel, ne? Ja. Ja. Okay, gut. Da, alles klar. Sollte alles klappen. Das heißt, die Auszahlung geht an 4, das ist korrekt, Aiden, oder? Und dann halt du mit deinem Anteil. Guten Tag. Ja, meinen Anteil habe ich schon abgezogen. Ich bin wieder mit dem Herrn Franks verabredet. Ach so, ja, alles klar, ich sage Bescheid. Das ist die Makler, oder was? Die, ja, okay. Genau. Ja, passt. Dann gehen wir mit denen gleich ins Büro. Ich mache noch die Auszahlung. Kommt's. Hallo, mein Dickes. Wartest du einmal hier? Ja. Mit 159 durch die... Weiß es nicht. Bitte schön. Dankeschön. Bitte schön. Vielen Dank. Ich kaufe den Red Eye, aber sowas von. Hast du die Tür vor der Nase zugemacht? Ja, das war schon. Schau, Six, geht das Geld gleich wieder in die Firmenkasse. So, so Eden, kommst du schon mal her? Ja. Boah. Da steige ich doch gerne auf den Tisch. Oder machen wir so, dass du es Marcel sonst gibst? Kann ich auch machen, ja. Das einfach durch zwei teilen. Ui, ja. Okay.
Alles klar, danke dir. Guten Tag. Herr Biliano. Grüß Gott, Herr Biliano. Grüß Gott. Guten Tag, Herr Conn. So, Sie wollen mit uns verhandeln, habe ich gehört. Wie bitte? Ich habe Sie gerade nicht verstanden. Sie wollen mit uns verhandeln, habe ich gehört. Ja. Was haben Sie denn für mich? Also wir waren jetzt so weit, dass wir bei 5% waren. Wir bekommen 5% auf einen Autoverkauf und Sie bekommen bei uns 5% auf die Provision bei einem Hausverkauf, wenn Sie eins kaufen. Okay. Ich habe einen anderen Vorschlag. Mhm. Wir starten euch einmalig aus mit Firmenfahrzeugen. Das wird aber im Vorhinein dann noch geklärt. Das heißt, ein Modell und eine Stückzahl, die ihr definiert, ich weiß nicht, 5 Stück bei euch oder so. Wie groß ist eure Firma? Müssen wir noch schauen, inwiefern das aktuell ist, aber wir wären bei aktuell 7 Personen, eventuell auch nur 4. Es kommt drauf an, das muss noch unser Chef entscheiden. Mhm. Ich starte euch da einmalig aus mit Firmenfahrzeugen mit 5% Rabatt. Alle weiteren Käufe danach sind dann 10%. Und wir, und wir als Gegenzug kriegen dafür, mein Team kriegt dafür einmalig auf ein Haus 5%. Danach Vollpreis. Sie wollen Ihre Vorteile aufgeben und uns mehr anbieten, habe ich das jetzt richtig verstanden? Außer bei dem einen halt. Na wieso? Ich statt euch einmalig aus und wir kriegen einmalig Rabatt auf ein Haus. Ja, nach der einmaligen Ausstattung bieten sie uns immer noch 10% an, oder wie? Ich. Danach ist 10%, ja. Und sie wollen danach keine Vergünstigungen bei uns mehr, oder wie? Genau. Okay. Ja. Also deswegen. Ich meine, wenn sie sich da sicher sind, kann ich dazu nicht Nein sagen. Ich bin mir da, ich will nur, eins will ich nur im Vorhinein, dass es das Haus meiner Wahl dann, also unserer Wahl ist. Also pro Kopf so, von meinem sofern Team. Sofern das Haus frei ist, ist es kein Problem. Ja, natürlich frei. Also nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich will mir jetzt mal einen Wohnwagen kaufen und auf den kriege ich jetzt das Prozent. Nein, ich will dann die Prozent haben auf ein Haus, wo ich sage, das ist meiner Wahl. Ich muss kurz was sagen. Sie bekommen die Prozent nur auf die Provision. Das ist Ihnen klar, oder? Ja, natürlich. Aber die Provision ist ja je teurer das Haus, desto höher. Sie kriegen ja mehr Provision, wenn ich jetzt eine Villa kaufe für 15 Millionen. Ja, cool. Ja, natürlich. Okay, ja. Sie haben ja auch eine Gewinnmarge. Ist ja wie bei uns. Ich verdiene an einem Auto, was 3 Millionen kostet, auch mehr. Also an einem Auto, was 3 Millionen kostet. Ja, das ist klar. Ich wollte nur sicher gehen. Na, ist ja bei uns auch 5% auf die Provision. Mhm, okay. Deswegen. Ja. Wäre ich einverstanden. Ja. Ist notiert. Wir würden uns dann, beziehungsweise wird wahrscheinlich, werde ich oder mein Chef nochmal eine Anfrage schicken mit allen Details, die sie brauchen. Mhm. Beziehungsweise, was wir halt brauchen. Und würden uns dann nochmal in Verbindung setzen. Ja, machen wir. Okay. Ich mir das schon mal notieren kann, wer ist denn Ihre Geschäftsführung aktuell? Das ist einmal der Herr Tien Barker. Mhm. Oder beziehungsweise die Frau Sofal Koch. Sind die 2 höchsten Personen in unserem Unternehmen. Okay, alles klar. Habe ich mir notiert, perfekt. Perfekt. Ja, dann danke ich Ihnen für das gute Angebot. Ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke. Ich mache Ihnen noch die Tür auf. So. Wiedersehen. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, er hat mich falsch verstanden, aber ja. Schönen Tag noch, tschüss. Keine Ahnung. Egal. Wenn er irgendwie Fragen hat, dann kann er hier kommen. Eben. Ich habe soweit alles notiert. So. Okay.
Passt. Auszahlung habe ich gemacht. Du gibst Marcel sein Teil und. Ja. Ja. Rest. Ich fahre dann wieder runter zur Werkstatt. Ja, Chef. Alles klar. Ja. Ja, der Herr fragte mich, wie es denn momentan mit Bewerbung aussieht. Da leite ich gleich an Eden weiter. Ja, du bist nicht der Ansprechpartner. Gut. Ich muss Sie aber schon mal loben. Sie haben hier super Mitarbeiter und super Autos. Das ist hier wirklich Dankeschön. Ein Prachtexemplar. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Dann, Sie sind der Ansprechpartner für Bewerbung. Richtig. Eden ist meine zweite Hand, ja. Ah, ja, okay. CEO, so ist es. Oh, das hört sich gut an. Dann kommen Sie mal mit rüber. Schauen wir uns einmal an die Seite. Ja, ich bin allgemein interessiert als die Ausbildung hier. Was stimmt denn mit Auto? Stimmt denn? Ich habe auch schon viel Vorerfahrung. Ich komme gebürtig aus Deutschland. Hab da auch im Einzelhandel gearbeitet. Und aus Deutschland aus dem Einzelhandel? So ganz warte, ich ruf. Ist es langsam nicht mehr. Ich möchte mit mit einem Hobby gleich was verbinden. Und Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend, gell? Danke. Ja, dir auch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Euch, ciao. Ja, auch, ciao. Tschüss. Da dachte ich so, Autos waren schon im... Schnell Matthew anrufen. Nicht, dass der... So, weil jetzt will ich wirklich... Jetzt bleibe ich auch den ganzen Abend dann... Achso, warte mal. Ich habe ja dann noch einen Termin. Den will ich noch schnell machen. Da bin ich. Ich hoffe, er hat mich reingepinkt. Fahrzeuggewinn. Zwischen 19 und 20 Uhr. Aber weißt du was? Dann mache ich das anders. Dann fahre ich mit dem gleich rüber. Dann lasse ich den Karren da. Und nehme mir gleich den Civic. Ach, der ist am Hauptplatz. Verflixt und zugenäht. Achso, der Journey, der gehört ja gar nicht mir. Aber ich habe dann noch einen Termin zwecks Fahrzeugübergabe. Handelwand steht der Wagen vor meiner Tür. Der da? Gar nicht. Er versteht es falsch mit den 10%. Ja gut, das ist er selber schuld. Es ist nichts schriftlich festgelegt. Und es ist wurscht. Entweder er versteht das gerade das Angebot oder halt nicht. Eigentlich wollte ich am Hauptplatz fahren. Scheiße. Ist nicht so schlimm. Es ist, ja, das ist jetzt das Erstangebot gewesen. Aber ja, ich glaube, er hat es auch falsch verstanden. Deswegen habe ich ja gleich gesagt, so, yo. Wollte ja schnell Matthew anrufen. So, jetzt... Jawollo. Hi. Wie kann man dir helfen? Du, ich komme gleich wieder, gell? Ich bin gleich da. Ich bin aber nicht mehr lang da. Ich weiß, deswegen beeile ich mich. Jawohl, ich riech gerade, also ich bin, wenn dann, an der Werkbank hinten, weil ich muss gerade 17 Kits fürs PD herrichten. Jo, mach mal. Ich habe auch gerade noch einmal mit Ryan zwecks Ding, zwecks Kunststoff, aber da meldet er sich dann nochmal bei dir. Die Jungs können wir brauchen von allem bis jetzt, mehr. Ja, ich habe allgemein von denen eigentlich jetzt bis jetzt relativ wenig angekauft, wenn ich ehrlich bin. Da muss man denen vielleicht ein bisschen auf die Füße tappen dann. Ja, mach mal. Alles klar. Ich will da eben mit denen dann vielleicht eine fixe Anzahl pro Woche oder so aushandeln. Ja, oder dass man halt einmal in der Woche, am Wochenende oder sowas und wirklich eine Großlieferung bringt. Aber dass dann halt auch wirklich was kommt und ja, eine fixe Anzahl dann in dem Sinne. Genau, ja, das habe ich halt Ryan selber vorgeschlagen. Der hat selber gesagt, jo, dann machen wir halt eine Liste und dann machen wir irgendwie eine fixe Zahl oder sowas. Ja, das wäre geil, ja.
Mama. Dann, alles klar. Ja, dann bis gleich. Ciao. Ciao. Den Wagen muss ich danach noch übergeben. Gefällt euch so, dass das RP gerade so vom Herrn Konda, so das Allgemeine, so dieses Business-Stress und so all das? Was ich dann mit 107 noch safe anhabe, aber ich meine, ich weiß es jetzt nicht, deswegen habe ich im RP schon so nachgefragt, aber ich weiß es ja nicht, dass ich safe noch irgendwie dann bei denen irgendeine Vergünstigung so hole, Waffen oder irgendwas. Digga, stark. Ja, guck, deine Super ist fertig. Let's go, weiter geht's, ne? Schickes Auto. Danke. Was, Chef? Was kostet mich das, Chef? Ist das Ihr Wagen? Ah, ist nicht gut. Was ist denn das für ein Auto? Ein Nissan. Civic. Ach, der welcher Honda Civic? Das ist der Basic Civic, oder? Ein Honda haben wir nicht, aber es ist Civic. Also, ich vergesse immer das mit dem. Ja, alles gut, alles gut. Ah, 27,8 an dir. Für Mr. Morris, ja gut, Alter. Es war klar, dass jetzt einer so kommt. War das 8, glaube ich. Tag, ne? So, weiter im Mechanikerdienst. Darauf haben wir Bock. So, gut. Das kann ich nicht sagen. Ich warte den Wagen sofort an und Sie können einfach noch ein Stückchen warten, wenn es okay wäre. Ja. Ich würde mich beeilen. Alles klar. Tut mir echt leid, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen. Ja, alles gut. Okay, also wenn Sie wollen, können Sie da gerne einmal sich hinsetzen. Ich fahre es. Ich rauche draußen eine. Oder so. Miller? Wir müssen den Tempomat ausmachen, dann geht's schneller. So. Guten Tag. Wo ist denn da? Wo ist denn der Dicke hin? Der Kleine auf dem Ochliber gewesen. Hey. Du darfst auch gern selbstständig einen Wagen reparieren, wenn du dich das schon zutraust. Hab ich auch nicht so gern. Auch schon. Okay, ja, dann musst du halt mal gucken hier und fragen, wer als nächstes drankommt oder so, wer länger wartet oder nicht. Alright. Gut, meine Damen, laut so wie gewünscht verbaut. Ich versuche kurz deine Personas. Ganz kurz eine Kontrolle und dann ich. Vielen Dank, ebenso. Immer gerne, Tschusenbusen. Was sind das für rote Manschgel da? Können wir kurz darüber reden, dass das gleichzeitig ist. Das ist gleich. Ja? Bei Dobe ein Gedanke. Ja, auf jeden Fall, die Stoßstangen können sie komplett austauschen, die ist absolut kaputt. Also wirklich? Das ist lebensgefährlich. Ja, wo ist denn eigentlich der Matthew? Ich hab keine Ahnung. Stark. Ich hoffe gerne mal vor. Matthew, wo bist denn du? Läuft der da gerade herum? Auf dem Weg zur Werkbank gerade. Der Fröhlich mit OE Rest schon in der Werkstatt und braucht seine Teile. Ah, brauchst du Hilfe? Nö, ich jetzt nur noch die Turbos zusammenschrauben. Das ist jetzt gleich okay. Erledigt. Okay, ja passt. Wenn du Hilfe brauchst, schrei. Jo. Bringt den Kunden auch mal bitte bei, dass sie ihre Anhänger draußen stehen lassen sollten, weil in der Werkstatt sind die nicht so gern gesehen.
So. Welche von den Autos könnten da noch gemacht? Wie bitte? Welche könnten da noch gemacht, da jetzt auf dem Lieferband? Hier, der ist nur noch zum Reparieren. Wie es die anderen ausschaut, weiß ich nicht. Die sind auch zu machen, oder sind die fertig? Das sieht so aus, als würde der noch gemacht werden müssen. Okay, passt. Ich frage mal. Hallo, ist die Auto schon gemacht worden? Bei mir, ich habe Panzerungen dabei, müsste einmal verbaut werden. Okay. Negativ, Dispatch. Ja. Konda, wenn du willst, kannst du auch Dispatch anfahren. Dann kannst du einfach meinen Schlepper nehmen. Bitteschön. Dankeschön. Ja. Ich warte dann. Okay. Um den letzten Dispatch kümmere ich mich mal. Ein bisschen so laut durch den Knopf, denn lockert sich die Salven wieder. Und wenn du den Schlüssel machst, du auf, steckst du ein. Wenn's wo ist denn die Dame hin, hallo? Die Dame bräuchte noch aufsperren, müssten es mal dann bitte noch. Oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Alles gut. Bevor du in das Fahrzeug einsteigst, unbedingt gegenlaufen kurz. Freunde, schaffen wir heute, weiß nicht, 5 Likes oder so? Dann hauen wir mal auf den Like-Button. Danke. Dann hauen wir mal auf den Like-Button rauf, oder? Lass mal die Korken da knallen. Auf geht's, ab geht's. Ja, ich hab mal gehört, wie gehört der da stehen? Ein blauen Subaru? Wieso, glaube ich? Bau mal ein, die Scheiße. Für nix. So, die Panzerung selber mitbracht. Was haben wir denn jetzt da für eine Rechnung? Scheißendreck. Das war's, Tablet. Rechnung, Scheibe. Aber nicht, brauche ich nicht. Schlüsseldienst, Tuning. Sportfahrwerk, Getriebefahrwerk, Sport, Panzerung, Stage 4, einmal die Menge. So, kannst du ja gerne mal reingucken. So, Fahrzeug wäre ready. Hoppa. Kommen Sie mal mit noch kurz? Ich bin gleich wieder bei Ihnen, gell? Wo ist denn jetzt der Matthew? Wie macht man das, wenn jemand sein die Teile selber mitbringt, das Einbauen von so einem Tuning? Was macht man da? Trotzdem Vollpreis oder was? Was? Wenn die Leute was? Ne, die hat ihre Teile selber mitgebracht. Ich habe sie jetzt einbaut. Wenn ich es jetzt aber reingebe in den Rechner, kostet $3,700. So bleiben oder dann, keine Ahnung, nur für den Einbau was nehmen. Wenn die Leute ihre Sachen selber mitbringen zum Einbauen, dann kannst du einfach eine Einbaupauschale verlangen. Ja, das reicht. Okay, die ist aber selber festgelegt oder was? Okay, ja, also okay. Den Arbeitsaufwand, den du halt gehabt hast, ne? Wenn du sagst, willst du für $1,000, dann willst du für $1,000. Okay, passt, okay. Jo, bekommst du noch was von mir? Wie gesagt, ich habe Ihnen jetzt die Panzerung, habe ich Ihnen jetzt da fertig gemacht. Ich würde da $750. 750, alles klar. Moment, ich stelle Ihnen eine Rechnung, gell? Kurz erstmal die Luft übernehmen, danach weiter und das Bett. Privat. Ja, ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Der Rodeos gerade. So, habe ich Ihnen die Rechnung gestellt. Sag ich mal. Ja. Ich wollte wegen des Fahrzeugs hier oder was? Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Ebenfalls, gute Fahrt. Ciao. Danke, okay, tschüss. Dann soll ich auf Dispatch fahren, Freunde?
Ja, oder? Don? Ja. Besteht die Möglichkeit, dass du mich mal anrufst? Ja. Dispatch. Was haben wir da noch offen? Ich hab deine Nummer nicht, warte. Oh weh. Einfach aus dem Tablet tippen, bitte. Informativ, ich fahre jetzt noch schnell zum FD und hol das Kunststoff, danach bin ich dann weg. Hörchen. Alle Dispatches, die nicht zugewiesen sind, sind noch offen, auch die von einer Stunde? Ja, positiv. Ja, okay. Noch einen in Anspruch nehmen und anfahren. Hast du den Schlüssel von meinem Schlepper oder brauchst du den? Ich hab den schon, danke. Alles klar. Gut, wenn die telefonisch. Hallo, grüß Sie, Mechaniker. Marsche. Servus. Ist der Dispatch von einer Stunde noch offen? Das ist, also ein Kollege hat mich schon angerufen, hat gesagt, er holt den ab. Also ich bin schon in der Werkstatt, ich warte schon. Okay, passt, dann mach ich ihn zu. Jo, danke. Okay. Lift die Auto zum Abschleppen. $750, 10% gehen an die Firmenkasse, Leute. Deswegen 675. Lefty, der Flo, hallöchen. Grüß Sie, Sie haben vor 40 Minuten an Dispatch geschickt. Ist der noch aktuell oder hat sich das schon erledigt? Das weiß ich aktuell nicht, weil ich selber weil wir schon zum nächsten Einsatz waren. Ja, passt, dann fahr ja mal hin, gell? Genau, passt. Ciao. Merci. Ciao. Hey, nein, mein Praktikant Tom, Antwort Dispatch. Dann fahren wir den an. Wo ist der? 7 Kilometer. Wow. Jetzt kommt wieder der Struggle. So. Schnelle dorthin. Schauen wir, dass wir die Dispatch durchraiden. Boah. Weiß nicht, wie das BD anhält, dann ja, selber schuld. Lass mich halt anhalten. 7 Kilometer, wo könnten das überhaupt sein? Weiß nicht, dort im Wald oder so oben? Also jetzt Map-Marker würde ich jetzt immer schätzen, dort irgendwo, keine Ahnung. Handel, kaufst du heute noch einen Abschlepper? Muss ich noch schauen, ja. Schlau wäre es schon, dass ich mir das selber ankaufe. Tatsächlich. Jetzt sind es nur mal 5 Kilometer, mal die Hills raufgescheppert. Kann man da noch, warte. Ah, es ist tatsächlich am West Highway. Warum er mich das so jagt, weiß ich auch nicht. Wäre über die Autobahn gemütlicher. Aber wurscht. Fahren wir mit dem Abschlepper. Das geht schon. Das passt schon. Oh je. Gott sei Dank hat der Abschlepper richtig geile Bremsen. Sehen Matthews einer. Wurscht. Fahren wir rüber. Der Raudi! Nimm dich nicht mit auf der Ladefläche. 190. Krass. Schlepper bergab, ey. Kann er was. Unglaublich. Gut, das war, sagen wir mal so, ich glaube, es war nicht die unkomplizierte Route, es war die komplizierte Route, aber es war die schönere Route. So über die Berge fahren und alles. Das hat schon seinen Flair. Autobahn ist halt schneller, aber stumpf. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich dann alleine so ein Ding aufpack. Ist das nicht? Das wird jetzt Krampf. Erstes Mal selber aufladen. Ich hoffe, dass der Schalthebel funktioniert da. Dass ich ihn andocken kann. Jetzt kommt der Drift. Opa! Ich hoffe nur, dass dieses Fahrzeug noch da steht. Hey, in meinem Dispatch 795. Es ist gar nicht. Ist die Military Base oder was?
Ja, wo jagt denn der mich hin? Würde es einen von den Schlepperfahrern gleich ausmachen, mich da mitzunehmen? Na, mir ist wurscht, fahr mit. Bin nur gerade noch am Einsatz. Ich muss halt dazu wie noch das mit dem Schlepper und der Funktion noch lernen. Ja, mir ist wurscht, kann ich mitnehmen. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ja, hier sind wir da. So. Rampe runter, Auto rauf. Also ich finde das super. Johnny Zock, danke für 3 Euro. Lea Peters und Johnny Ziegler würden gerne auch einreisen, aber in LA ist momentan ihren Einreisestopp. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber wird auch irgendwann einmal die... Kann ich den so eigentlich andocken, die Scheiße? Hey, hey, Antwort ist mir. Okay. Stark. Oh. Das gehört so. Das passt schon so. Hab's gesagt. Das schaut irgendwie nicht ganz gesund aus, aber ist wurscht. Ich bin eine Lokomotive. Tschut. Ich fahre, Alter. Tschut. Alter, schaut aber wie weit die der Rauch nach hinten geht. Schaut mal. Das ist geil. Aber die Schlepper ziehen. Die Schlepper ziehen schon ordentlich. Und hinter mir wieder irgendwelche Flexer. Die trauen sich nicht vorbei, weil der Rauch zu. Josef, du hast die Nuggets verbrannt. Ich hoffe, da steht nicht irgendwo das BD. Ich zieh die Jungs da hinten voll ab. Hui. Nein. Ich hab die Jungs voll abgezogen da hinten. Wenn der eigene Chef das Fahrzeug auf den Schlepper schiebt, was man immer gelernt hat, dass man es nie machen soll. Ja, bitte, scheiß funktioniert ja, oder? Aber ist es nicht immer so, dass die Chefs nicht das, immer das machen, was man... Sie lernen es immer anders, aber selber machen sie es nicht besser. Ist das nicht so? So, fahren wir. Ding ist halt, ich habe ja sonst keine Ahnung, wie ich den Gorn da wegkrieg. Ich habe jetzt einfach improvisiert. Oder hätte ich den jetzt einmal vor Ort quick fixen müssen oder was? Und dann hochfahren? Ich habe halt sonst keine Idee und keine Ahnung, wie man das sonst lösen soll. Am besten einfach im Motor fixen und dann hoch. Oder was? Don't know. Ich sag einfach Matthew war's. Aber schau, ich war schnell und effektiv. Doch toll. Hey, Edwin, im Dispatch 744 beim anderen wackeln Fahrzeug vor Ort. Vor Ort Motorkit. Ah, okay. Ja, stark. Ich mag gerade das Feeling so mit dem Dampf da zu fahren. So, ich habe nochmal 200 Kunststoff beim FD angekauft. Steht denn da das Auto da drin? So, lad mal ab den Gulli.
der andere hat es auch gerade erledigt. Jetzt flippst du wahrscheinlich. Oh. Ein bisschen schief auf dem Schlepper. Das geht schon, das passt schon. Ich werde nachher nochmal kommen. Das gehört schon. Wenn alles klappt. Bis nachher, ciao. Passt auf euch auf, ciao. Feierabend vorerst. Das mit dem Hebel verstehen, das Ganze, oder? Wir sind vielleicht mit Doppel. Okay. Das mit dem Hebel habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Das funktioniert immer beim... Das ist doch... Komm, leg mich da am Arsch. Find den Arschhebel nicht. Hau dich gleich runter, da du Arsch. Das hat beim vorigen Auto auch schon nicht funktioniert und das war heile. Scheiß drauf. Der scheiß Hebel, der hat bei mir noch nie funktioniert, hä? Was ist denn jetzt los? Ja, da, das Auto runterkriegen, das scheiß Hebel hat noch nie funktioniert. Aufladen geht immer, runter geht nie. Hat beim letzten Auto nicht funktioniert. Na, nicht so, das Abbinden, der Hebel, ich finde nicht. Auf geht immer, das hat schon letztes Mal. Ja gut, das Aufbinden und Abbinden, weiß ich nicht, wie es geht. Musst du einmal einsteigen. Nochmal einsteigen, die Rampe hoch, dann ein bisschen vorwärts, rückwärts vielleicht, und dann nochmal absenken und dann suchen nochmal. Es ist meistens der Knopf hier. Ich weiß, aber das hat letztes Mal schon nicht funktioniert. Es ist, muss man sich irgendwie gucken, ist schwer. Die können auf diesen gelben Punkt da justieren, da ist der Knopf am meisten. Nur mein Radius da. Bitte. C3PO, Ankunft, Werkstatt. Vor. So. Der ist jetzt aber. Hallo. Hey, Einkauf des Bild. Weg mit dem Dreck. So. Passt. Hammer. Ja, Profis laden ab. Gibt es ein scheiß Auto da? Ja, selber schuld, wenn Golf fährt, wa? Da! Ja, geschoben. Passt, ich fahr gleich. So, wo ist denn jetzt der Azubi, der mitfahren will? Der den Finish macht. Was machst du? Erledigt. Wenn die Sprühdose sich nicht bockig anstellen soll. Sehr guten Tag. Ja, was ist der Dispatch bei uns, bei den Mechanikern, noch offen? Also beziehungsweise... Ja, der wäre noch offen. Ja, passt, weil dann komm ich. Ja. Ja, super. Fahrzeug müsste offen dastehen. Danke. Wenn nicht, wurde es geklaut. Okay, passt. Danke. Gut, vielen Dank. Ciao. Selber schuld, wer jetzt tut, obwohl wir Dispatches haben, ne? So, ich geh wieder Dispatch fahren. So, Herr Zubi, wo bist du jetzt nochmal? Ich stelle jetzt gerade den Auto auf, dann komme ich. Ja. Kommst du sonst her? Da.
Ich stehe da mit dem Schlepper mitten in der Werkstatt. Nimmer. Müsste jetzt schauen, ob man rauskriegt, wer da. Jetzt warten wir noch auf den Azubi. Jetzt. Was du jetzt mit bei mir oder was? Der hatte nämlich den Golf hinten. Wie bitte? Also na, du bist es nicht. Ja, wo ist denn der jetzt? Da kommst du jetzt oder was? Der kann, der mit dem Golf, der jetzt. Komm jetzt. Ja. Da ist er. Okay, für den Chef ist Zeit Geld, also zack, zack. Ja, es sind Dispatches und er sagt, ich soll warten. Boom. So, Moment. Letzter Dispatch. Muss nochmal schauen, wo der ist. Hast du schon mal ein Auto raufbockt? Nein, warte mal. 2,7 Kilometer. Wir fahren. Und wegen dem Fahrstil schau einfach weg. Ich bin kein Vorbild. Okay? Das ist, wo ich herkomme, normal. Passt. Du fährst mir aber nicht so. Natürlich nicht. Natürlich, genau. Ich wurde noch nie angehalten. Genau. Richtig so. Lern nicht von mir. Johnny Zog, danke für 1,99 Superchat-Kuss. Sehr so niedlich, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, ist dann Zwicky, ist zwar nicht viel, aber bitte danke für 2 Euro, dankeschön. Ist schon eine Stunde her, es tut mir leid, dass ich es erst jetzt gesehen habe. Und danke fürs Subgift, nicht Subgift, fürs Sub. Geil. Dankeschön. Immer wichtig, mich besuchen kommen. Energie tanken. Ja. Der ist schon wieder am Arsch der Welt. Hey, nein, Praktikant Tom, hab Fahrzeug aufgeladen, Antwortwerkstatt. Ich hoffe, dass der Free Heisel jetzt nicht das Grid hat, was wir Grid haben. Hey, hey, der Fahrzeugladen kommt zur Werkstatt. Anna. Willst du es lernen oder was immer aufbockt? Da, warte. Was? Würde ich gerne lernen. Was? Ich würde es gerne lernen, wenn sie es mir beibringen will. Ja, bitte. Dann nimm du mal Steuer. Warte mal. So, jetzt. Setz dir mal ans Steuer. Mhm. Passt. So, und jetzt schaust du mal in der Mitte. Da gibt es einen Joystick. Der hat so ein J drauf. Da? Ja, der hat so ein... Dieser, ja, genau, und den... Genau, bis ganz unten ist und das Auto sich ein bisschen hebt. Genau. Bis nichts mehr geht. Passt. Jetzt aussteigen. Super. So. Das Auto müsste offen sein. Das heißt, steigst du mal ein. Jawohl. Und jetzt fährst du auf die Rampe hoch. Was nicht so ist er hin? Der. Ich glaube, ich muss überbrücken. Da musst du überbrücken. Hast du es schon mal gemacht? Da. Ah, hab's. Hat irgendwer vorhin ein Subgift eigentlich? Was war so, denn? Jetzt läuft. Sally-san, danke für ein Subgift. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Schutzpatron der Spielplätze. Sankt Carsten. Genau, jetzt steigst du aus.
So, und jetzt siehst du auf so einen Knopf auf der Seite und da müsstest du jetzt anbinden können. Da. Da. Ist angebunden. Super. So, und jetzt können wir fahren. Hast du einen LKW-Führerschein? Ja, ich habe alle. Passt, dann fahr. Mal zurück in die Werkstatt. Sag ich. In der Zwischenzeit mache ich den Dispatcher als erledigt. Genau, Rampe hochfahren und gib ihm. Jetzt schreibt, ich sehe gerade alles nur schwarz. Ich muss die Bildschirmhelligkeit hochdrehen. Bei mir ist es, schaut super aus. Praktikant Tom, kurz 10-7. So. Ah, der Kopflose. Hat auch noch nie einen Lastwagen gefahren. Alles dieselben Kaspar. Wollen selbst noch gelernt, jetzt schon weitergeben. Sicher. Klar, bin schon Ausbildungsmeister. Du, Shido, was machen wir eigentlich mit Autos, wo wir sagen, ja, wir reparieren die, aber wir wissen nicht, wer das gehört? Was macht man mit Autos, weil manchmal schickt so PD und alles die Abschlepper, wo wir ein Alter nicht wissen. Wenn das PD sagt, wir sollen es mit dem zum Reparieren, reparieren wir es, ansonsten Abschlepphof. Ah. Die Leute kommen das eigentlich in der Regel im Abgrund dann in der Werkstatt, wenn es fertig ist. Ah, okay. Anrufen und fragen, wo, was damit ist, Reparatur oder Abschlepphof beim PD. Okay, passt. Dann gibt's einen anderen Bonusclub. Hey, Eintracht, gar nichts. Na gut, bei dem Abschlepphof. Gut, mach ich so, Chef. Na gut, dann habe ich einen Fehler gemacht, Schiedl. Der Golf, der da in der Werkstatt raucht, der gehört dann runter Abschlepphof. Wenn gerade dran, dann stell ich ihn raus oder so. Oder. Ey, nein, übernimmst du wieder mit 087. Ah, was bleibt denn da stehen, Bratan? Was zahlt denn der Abschlepphof eigentlich mittlerweile? 1500. Ah, stark. Ja, der kann sich auch nicht entscheiden. Von alle einen Scheiß zusammen, gell? Ah, jetzt hab ich über Rot gefahren. Aber war sowieso keiner dort, also. Ich hatte. Die Brille war zu dunkel. Soll ich ihn vorher auszahlen? 200. Hey, nein, Antwort Dispatch. Alter, das kann doch nicht wahr sein mit diesen Ureinwohner. Der Konter holen Sie dann den Golf nochmal hier ab und bringen ihn zum Abschlepphof oder. Na, macht's ihr gleich, ist wurscht. Macht's ihr, ist wurscht. Und ich bin dann mal fix was zu trinken, aber ich bringe euch was mit. So. Thank you. Bringt VW Golf zum Abschlepphof. Du kannst den dann ja auch abladen. Was haben wir gemacht da? Die Werkstatt jetzt nur offen oder geschlossen? Weil er aufgrund schafft, irgendwie alle. Eigentlich offen, ich weiß nicht, wer zugemacht hat. Meine kurze Frage an alle nochmal: Wer braucht Pizza? Ich hab noch Pizza. Ja, ich würde noch eine nehmen, da war gerade unterwegs. Muss der dann abgeladen werden? Ja, ja, da stellt sich rein, da. Der Fahrer, ob die Werkstatt offen oder geschlossen ist. Vorhin hatten wir gesagt, aufgrund der Dispatches. Am besten ist, du ladest ihn ab. Aber jetzt, glaube ich, beruhigt. Das war doch vor 10 Minuten oder so. Wie viele Angestellte? Ja, ich habe 30. Sag ich ja jetzt. Ich glaube, das war doch gestern, das war's schon. Oder so. Hey, mach auf. Dann brauchen wir doch vorm Lockdown. Lockdown wäre schon cool, ja. Können wir da? So, mussten wir da abbinden.
Matt. Falls du den Hebel nicht findest, nochmal einsteigen ins Auto, vorwärts, rückwärts fahren, nochmal probieren. Also beziehungsweise einsteigen, Hebebühne hochheben, vorwärts, rückwärts fahren, nochmal aussteigen, nochmal probieren. Ich würde mich ein bisschen vorstellen, dass das Auto zentral da in diesem Umkreis da steht. Am besten so, ne? Ja, genau, so, genau. So, dann gucken wir mal. Jetzt sagt der Schalter immer noch nicht. Okay, dann lass mich mal probieren. Scheiße, das hat bei mir auch immer rumgesponnen. Vielleicht erstmal rückwärts und dann vorwärts. Ein bisschen an. Warte, das muss ich jetzt noch machen. Warte mal, ich probiere. Geh, leck Arsch. Noch einmal. Der scheiß Hebel nicht immer klemmen wird. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Warte. Was ist das Problem? Der Hebel klemmt. So, jetzt geht's. Ach so. Oh, wie jetzt? Einen kleinen Tipp. Alles gut? Bevor man einsteigt ins Fahrzeug, ganz leicht antippen oder gegentreten. Ah, passt. Sonst springt das Auto so. Marc, bist du in der Werkstatt? Negativ auf Dispatch. Magst du meinen Schlepper wegfahren? Da, da. Einmal mit Profis. Was wir für einen Scheiß da machen. So. Dann einmal einsteigen und dann kannst du es beim Abschlepper drüben. Sind noch mal Margarete noch da. Ein Zaun oder in Rechnung stellen. Sorry, das lernen wir gerade an. Alles gut. Hab ich auch schon hinter mir heute. Bei einem. Und nicht den Schlepper einlösen. Geld bekommen und. Ja, Geld habe ich auch bekommen. Das. Dann müssen wir den unschädlich machen, Alter. Warte mal. Ja, das passiert manchmal. Über mir ist er noch da. Ja, okay. Jungs und Mädels, Umfrage zu Tom Bradford. Gut, ja, nein. Ich habe mich einmal im Dienst gesehen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wer ist das überhaupt? Keine Ahnung, wer das ist. Noch nie gesehen. Auch noch nicht. Wunderbar. Versprechen. Ich hab keine Ahnung, von wem ihr redet noch. Ich wirklich jetzt nicht. Sie kannst ja auch. Du musst den Tempomaten rein dann. Zeit vor. Denk mal so, was kickt denn die Mühe nicht rein da? Da hast du jetzt gerade den Tempomaten drin, oder? Ja, ja, von dir noch. Seht besser so. Feiert mit Tempomat. Da wieder Akku-Werkstatt. Gefällt dir der Golf nicht? Na, die Polizei gefällt mir nicht. Ah, also. So. Die haben was gegen Verkehrsraudis wie mich. Schiedu, hier will einer. Leute, 900 Likes, ihr seid leider los auf 10. Freunde. Die Materialien. Dick, Kunststoff. Ich hab nur Materialien gesagt. Was denn? Das ist ein bisschen. Gar nichts. Na, gar nichts. Bei mir bin ich nirgendwo reingefahren. So, Dispatch.
Nächster. Motorrad zum Abschleppen. Hey, nein, hab Fahrzeug aufgeladen, Anfahrtwerkstatt. Ruf mal gleich einmal an. Ja, ruf mal an. Also, ja, da. Der hat beschäftigt. Gib keiner ab. Dann nehmen wir den letzten. Doch nichts. Ich tue auf dem Weg zurück zur Werkstatt. Ich versuche jetzt nochmal, weil wenn er mich jetzt nochmal wegdrückt. Ich rufe gerade den letzten Dispatch an. Ich hatte den vorletzten. Ich weiß. LAFD. Ein Fahrzeug zum Abschleppen. Den nehmen wir. Gut. Soll ich dann anrufen? Habe ich schon probiert. Geht keiner ran, aber probier's bei der Fahrt noch einmal. 3,37 Kilometer. Was mir taugt, ist, wie lange die Tankfüllung hält tatsächlich. Das Ding ist aber auch richtig fix. Obwohl mit Tempomat. Den wir jetzt rausnehmen. Was ist denn die Funktion da? So, geht man wieder in die Dube. Nein, Ankunftswerkstatt. Wie weit haben wir? 2,5 Kilometer am Highway. Also wie gesagt, nicht nachmachen. Ich habe nichts gesehen, die Brille ist zu dunkel. Sehr schön, das würde ich hören. Na, gescheißener Radarfalle. Genau das, was ich wieder nicht brauche. Kosten der Chance. Rechnungen, General Rechnungen. Während der Fahrt kann ich keine Rechnung, das bleibt jetzt stehen. $369 für die Scheiße. Egal. Müssen wir da jetzt abschleppen? Himmels Willen, her. Vielleicht haben wir mal was zum Knacken. Hast du schon mal Schloss knackt? Steht da. Da. So, willst du das wieder machen oder das? Ja, weißt du was? Nicht machen. Übung macht den Meister, du machst es. Da. Hey, nein, übernimm Dispatch 247. Respekt an dich für deine Streams und für einen angenehmen Abend. Danke, FCB-Supporter. Kuss. Hast du das gemerkt? Natürlich ist er nicht offen, aber ich kann es ja knacken. Okay, ja, dann probier's. Freunde, wenn wir die 10 Likes schaffen, dann geben wir einen CJ, beziehungsweise wir machen davor auch noch einen. Auf easy. Easy peasy. Sehr gut, du bist besser als ich. Ich hatte auch ein bisschen Übung von vorher im Praktikum. Stark, stark, stark. Schaut doch gut aus. Ich probiere nochmal das FD anrufen. Der Hebel klemmt wieder. Ah, Billard hat im Hebel, geht mir so auf Zeiger.
Hebab-FD. Ja, LFD, hallo. Ja, was? Du, wir haben da einen Übermacht auf dem Highway, am West Highway. Was ist mit dem? Abschlepphof oder reparieren? Einmal reparieren, bitte. Okay. Und dann einmal kommt derjenige dann zu euch und holt das ab. Mach mal. Gut, danke. Gerne, danke schön. Mal ein paar Fahrzeuge, die hier vorne stehen, weg, oder? Weil die Motorräder stehen, glaube ich, hier schon ewig. Und? Was läuft? Ist jetzt so wieder abklemmen. Guck ins Tablet. Wieder am Arsch, oder was? Hm, da. Und jetzt werde ich nicht hinaufladen. Oder? Was muss ich jetzt machen als Fahrer? Das hat dieses jetzt wirklich belastet mit diesem Nebel. Das ist für ein Arsch. Moment, wollen wir mal probieren. Scheiße. Was für Straßenabsicherung, was brauche ich nicht? Was brauche ich in der Straßenabsicherung? Das machen wir so. Jetzt hat es hingehauen. Endlich. Passt, wir fahren. So, auch wieder mit der Mühe. Den müssen wir jetzt in die Werkstatt bringen, der wird repariert. Okay. Oder musst du dann nur gleich, ich hab nur noch einen Termin machen, aber dann können wir wieder fahren, wenn da noch was offen ist, sonst können wir mal Werkstatt halten. Damit die Jungs ja noch was haben. Haben jetzt die drei Dispatches gemacht. Hoffen die mehr. Das Ding zieht aber richtig stark schon. Ist gut, gell? Schlepper. Ja. Mein Gut, der ist voll getuned, gell, so. Okay. Das fühlt man. Ja, gut, ich werde richtig in den Sitz zurück. Das ist ja auch keine schlechte Qualität. Bitte, wir sorgen ja dafür, dass man da gescheit fahren kann. Wie verschwunden. Ich würde es festbinden und da auf einmal plopp weg. Motorrad? Yes. Kleiner? Das heißt klein, war glaube ich eine KTM. Motocross. Oh, das Motocross, glaube ich. Das verstehe ja. Sehr gerne. Taxi und Motocross, schön und gerne. Gut, war eh für einen Abschlepphof, also. So, nur nicht über 160, weil dann zupfen es dann schein. Hat vor. Ey, nein, nur nimmt das Dispatch 020. Vor. Passt, die sind da. Einmal ablegen. Boah. Boah, weiter. So, bocken wir Style ab. Natürlich geht's nicht. Ja, war klar. Dieser Hebel, das geht so auf den Geist. Der Hebel ist echt für die Fisch. Da müssen wir, da muss ich nochmal nachbestellen irgendwas. Kann ja nur irgendwas liegen, dass, keine Ahnung, dass der irgendwo zu weit weg ist, oder? Aber das kriegen wir irgendwie gefixt, die Kacke. Leck mich doch am Arsch. So, wo ist der Cedric? Brauche ich nämlich gleich. So, nochmal. Guten Tag, da bin ich wieder.
Privat. Da steht mein BMW. Haben Sie gefunden? Ja, er stand noch oben. Hä? Oh, das tut mir dann leid. Deiner Meinung nach auch ein Gesicht vorne, ja? Kann sein, dass der Hebel zu weit oben ist. Ich habe keine Ahnung. Da hoffe ich, dass jemand. Ich muss mir das Script noch einmal anschauen und dann. Weil jemand Zeit hat, da oben zu machen. Hallo, ohne Auto ist man ja aufgeschmissen. N9 hat Fahrzeug aufgeladen. Anfahrtwerk. Anfahrt Abschlepphof. Kann ich das da irgendwie abbinden, schon die Scheiße? Gibt's ja nicht. Mit dem Hebel, da geht ja richtig auf den Zeiger. Auto berühren und am besten von der Mitte zwischen Lader und LKW-Front. Hier nochmal berühren die Scheiße. Digga. Also das geht einem wirklich auf die Eier. Magst du dich da damit herumspinnen? Ich geh kurz zu uns meinen Termin. Da. Operativ, wir haben 3 FT da hinten stehen. Dazu, warte. So, wo ist denn das? Hey, Honda! Yo! Ist das dein Honda? Nö. Ist hier jetzt PD-Versammlung, oder? Hey, wem gehört er dann? Oh, moin. Cedric. Hi. Ja, ja, hier sitze ich. Hallo. Ja, was? Ui, neue Frisur? Ja. Das glaube ich auch. Steht es? Das sieht aus wie so ein richtiger so Beach Boy. Beach Boy? Ja, gut. Ja, so Badehose fehlt noch und dann. Naja. Und alles klar. Ja, bei dir? Freut ja, mich, muss, dich zu sehen. Ja, ebenfalls. Cool. Also, wir sind verabredet, gell? Wir sind verabredet. Ja, in ja. Schönen Kfz. Ui. Ja, genau. Perfekt. Schon wieder Kraftwerk ausgefallen. Nicht immer den Finger in die Steckdose, Jungs, bitte, ja? Gudeus. Gudeus, bester Mann. Ah, ich dachte, das wäre Konter sein. Jetzt ist ja, deiner. Glückwunsch. Danke. So. Komm zu mir. Jawohl. Perfekt. Ich hab deine Nummer. Das Beste. Gudeus. Du musst den wahrscheinlich noch zulassen, oder? Ja, musst du. Ich habe nicht für dich angemeldet. Ja, Gudeus. Okay, mach ich schon. Gudeus. Gudeus. Du, ich geh zu frei. Gerne, wir klären das nachher oben, ne? Schickes Auto. Dankeschön. Lauf los! Die Versammlung. Lauf los! Finde ich cool, dass 2 davon hier gelandet sind. Ja, da wo es hingehört eigentlich, mir. Oder? Da wo es hingehört, genau. Macht richtig mich, gut. Macht mich stolz. Nicht, danke dir vielmals und ja, freue mich echt über das Auto. Ist echt cool. Also so ein geiles Startauto haben wenige. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen hier. Doch, bei Shido, glaube ich, oder? Der ist, glaube ich, Feedback auch, letztens. Ja. Vielen Dank und Kennzeichen nicht, die darf man nicht ändern, Auto ist unverkäuflich. Ja. Was hat er denn für ein Kennzeichen hier? Schlecht zu sehen, gerade. Furious 3 hast du. Ja, ist doch passend. Das muss man nicht ändern. Aber wenn man sehen nicht darf, perfekt. Darf man nicht und Auto darf auch nicht weitergegeben oder verkauft werden. Ja, das kann man nicht weitergeben, sowas. Nee, das machen wir so. Gut, passt. Er ist in guten Händen. Das freut mich. Was? Danke dir. Dann viel Spaß damit. Dankeschön. Ihr passt. Freue mich, dich zu sehen. Tschüss. Tschüssi. Batman, es geht. Du Chefchen? Ja. Ja. Eine bescheidene Frage. Ja. Ich habe Jimmy schon mal wieder darauf angesetzt, einen Teamausflug zu machen für nächstes Wochenende. Samstag, der 3. Ja. 2.3. Ich wollte mal ganz bescheiden nachfragen, würdest du uns die Ausflugsfahrzeuge sponsern? Runter. Was für welche? Mit Twingo hat sich Jimmy rausgesucht. Der soll auch recht günstig sein. Da kostet 15k das Stück. Das ist schon. Ja, für wie viele brauchen wir es? Also, er hat zusammengerechnet, wir bräuchten 255.000, dass jeder eins hätte aktuell. Uff. Wäre nur die Frage, ob du es machst oder nicht. Wenn nicht, dann ist es halt so. Nein, im Moment, ich würde das Geld lieber aufbringen für weitere Schlepper. Im Moment ist es gerade nicht so. Ja gut, alles cool. Na? Fragen kostet nichts. Gut, trotzdem danke. Hallo. Ja, gut, kannst du mir nochmal Bescheid sagen. Kannst du mir sagen, wo John ist? 7. Gut, bis dann, ciao. Rezeption, jetzt.
Reus. Wir haben im Admin-Team nämlich auch Louis. Das ist auch immer wenn ich irgendwas... Louis. Nee, warte. Lass nicht respawnen, Junge. Ich bin auf dem Weg. Ey, nein, hat Fahrzeug abgeladen. Hast du ihn noch festgebunden? Ja, oder? Festgebunden habe ich, aber es geht, dass man kreuzt. Ach so, ich glaube, wenn du ihn aber festgebunden hast, musst du ihn aber abbinden. Das ist doch eine fette Scheiße. Alter. Ja, was bei mir immer hilft, ist Ding hochmachen, 5 Meter vorfahren, wenn es ganz oben ist und dann das wieder runterlassen. Dann geht's bei mir eigentlich. Oder höchstens mal außerhalb von der Werkstatt versuchen abzuladen, also mal rausfahren. Okay. Manchmal ist es auch komisch. Probieren wir nochmal. Ey, das muss ich mir aber anschauen lassen, das ist doch nicht tragbar. Das geht echt da hinten auf den Zeiger. Ey, nein, Ankunft, Dispatch. Das ist doch. Das Dumme ist halt, die meisten sagen halt nicht. Da schon Leute, da so. Ja? Am besten die schon nehmen. Bei mir will er ohne. Sonst höchstens mal außerhalb der Werkstatt probieren. Das kannst du, das kannst auch. Das kann nur Herr Konda, das kannst du nicht ab. Vorher, ich hab's vorher wirklich, wir haben es vorhin auch schon Kreuz überprobiert, hat funktioniert, aber ja. Okay. Ich spiele mich immer mit der Scheiße. Höchstens mal außerhalb der Werkstatt probieren, gucken, ob es da funktioniert. Mach ich. Aber man kann auch, weil zu viele Fahrzeuge drinstehen. Eine fette Scheiße da. So, probier mal. Immer noch nicht. Na. No. So ein Dreckshebel. Also der Hebel ist echt für die sowas von für den Arsch. Kannst uns nur höchstens probieren, dann irgendwo noch einmal weiter oben am Deck oder so. Vielleicht das da irgendwie, weil sonst, es hat ja immer funktioniert. Vielleicht irgendwo in derselben Bubble, also das ist auch... Das ist doch. Dupe. Idefix, dankeschön für 1 Euro. Idefix ist doch der Hund von Asterix, oder? Ich schmeiß das gleich aus dem Fenster. Also ich finde es super. Hey, nein, hat Fahrzeug aufgeladen. Anfahrt Apfelhof. Und Obelix, der Hund. Oh, okay, so rum. Ja, Asterix und Obelix. Ich sag's, ich schmeiß das gleich weg, gell, das Ding. Oh, das ist nur ein... Ich hab irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, immer wenn viele Autos da irgendwo sind, dann geht's nicht. Schwer, ich lad's gleich beim Supreme Court ab. Mit mehr Gefühl. Weg da, Marshall. Arbeiten, Leute. Stellplatz 2, der Bodoro, der BMW, ist da jemand dran? Ja, nein. Ich krieg die Krise. Ich hab negativ hinten an der Ambulance. Negativ, mach grad mit die Fahrzeug. Nein, übernimmt Dispatch 431. Also das muss definitiv überarbeitet werden. Also das ist ja der größte Müll. Es ist wieder dunkel.
Hüpfen wir auf die Ladefläche. Ja, nicht, ob das was bringt. Junge, was hast du da für einen Wrack rangezogen, Alter? Also einen Wrack, was ich nicht mehr runterkrieg seit 10 Minuten. Ja, viel Spaß, ne? Eine fette Scheiße da. Schrei gleich. Ich sag, ich schrei gleich. Es ist immer noch so Bock. So viel Arsch. Alter. Alter. Mendester, kommt gleich ein Dispatch rein. Boss, die hatte neulich Kopfschmerzen und der müsste mitgenommen werden. Wenn jemand anfährt, bitte ihn aufsammeln. Also, lang mach ich das nicht mehr mit, gell? Ich spreng das da gleich weg, Alter. Ich sag das jetzt bewusst. Was machst denn du? Ich spreng das Ding gleich weg, Alter. Warum denn? Wenn du US Marshal Service kann zuhören, Alter. Schaut's zu, wie ich das Ding gleich in die Luft jag, Alter. Jetzt warte mal, hast du das schon? Ist das schon abgebunden, das Fahrzeug? Ja, das geht's ja. Seit. Ach so, kannst du nicht. Hebel klemmen. Herzlichen Glückwunsch, hast du selber. Das geht immer noch nicht. Herbie hat es auch ab und zu. Um keinen Millimeter geht diese Dreckskacke. Ich dachte, er wollte was in die Luft sprengen. Ja, mach ich gleich. Oh, schön. Servus. So, jetzt schauen wir uns mal unserem Vize-Chef zu, wie er es jetzt auf immer hinkriegt. Ja, das letzte Mal hat ein Mechaniker das genau nicht in meinem Auto gemacht und dann ist es auf meinem Auto gelandet. Der Wagen offen? Ja, war auch nicht schlecht. Der Wagen ist offen, du hast ihn ja aufknackt. Ja, ich hab ihn aufgeknackt, ich hab ihn nicht zugemacht. N1 hat Fahrzeug aufgeladen, Anfahrt, Abschlepphof. N? Wie ist das denn jetzt? Die in der Ruhe liegt die Kraft. Gut, aber du hast ihn jetzt am Dach abbunden, das habe ich ja nicht gewusst. Ja, wenn nicht, dann. Also einfach ums Auto herumspringen oder was? Ja, einfach mal ein bisschen probieren oder mal mit dem Flapper kurz ein bisschen vor- oder zurückfahren. Was aber manchmal auch sein kann, dass die Rampe vielleicht nicht ganz runter gewesen ist. Einfach nochmal hoch, wieder runter, dann geht's vielleicht auch. Das habe ich alles probiert, nur aufs Auto raufgesprungen, das weiß ich noch nicht. Ja, manchmal brauchen die Füße anscheinend. Ja, ja, wir sind ja in Amerika, da wird ja mit Foot gemessen, weißt du? Jetzt mal. Ach ja. Bruder. Also ich fahre heute kein Dispatch mehr. Das reicht. Wobei einen müsste ich ja fast noch nehmen zum. Bus. Hab mich überschlagen. Bitte? Sie haben sich überschlagen? Ja, FD ist schon da, mein Auto muss noch repariert werden. Ja, in der Werkstatt dann. Okay, passt. Ich komme hin. Wiederholen. Danke. Ciao. A6 wieder 10-8. Azubi, komm, wir gehen abschleppen. 10-4. Los aufs Gas, wir spielen Feuerwehr. Ich fahre jetzt zu jemandem, der hat sich überschlagen. Ich werde den Trick probiere ich jetzt auch dann vom Schieder. So eine Scheiße. Was ist, ich habe gesagt, das kann man ja trotzdem auch Cross-Ding machen. Aber das ist wurscht, wer das auflädt. Jeder kann es abbinden und anbinden. Man tut sich einfach den Hebel ein bisschen schwierig.
Du Volltrautler! Siehst du ja nicht, dass ich da komme? Der Wagen ist doch schon weiß, ey. Kann man doch nicht übersehen. Sorry. Mechaniker im Einsatz. Oh je. Weg da! Richtig. Der hat sich im Gemüse wieder irgendwo überschlagen. Im Gemüse? Wir nehmen die Abkürzung. Achtung, es wird rumpelig. Oh, das sieht ein bisschen steil aus. Vertrau mir, ich bin Pilot. Okay. Ich mach das zum ersten Mal. Du meinst Pilot, wenn das Ding jetzt auf einmal abhebt? Genau. Guck mal, ich will den Schlepper mal auf seine Grenzen testen. Wenn sich da so denken, oh, eine Mechanikerpartie. Wo ist das Ding? Da drüben. Offroad-Tauglichkeit approved. Den AK Corporation TIF den hat's definitiv bestanden, das Scheißteil. An- und abbinden müssen wir noch üben. R-A-M-O-S. Ramos! Ramos! Jawohl. Servus. Servus. Passt. Okay, Herr Ramos. Ich setz mich dort einmal hin. Hat's einmal an. Okay, dann. Alles klar, gebe ich dir jetzt einmal ein Schmerzmedikament. Das kann so ein bisschen düselig machen, ein bisschen dudelig machen. Das schwimmt so ein bisschen ab. Dann bekommen sie das nicht ganz so mit und dann die Schmerzen noch nicht ganz so da beim Rausholen. Oh, perfekt. Okay, dann gebe ich ihnen jetzt ein bisschen was. So, das damit nicht nur das Auto raucht, ha? Wie steppert, Alter. Damit geht es 1-2 Minuten mit schmerzfrei und dann geht's los. Wunderbar. Ja, Kollege, was machst du? Scheißt du da jetzt gerade hin oder was? Nö, ich squatte nur wie so ein. Squatten? Da. So, in der Zeit können wir schon mal was vorbereiten. Schuss das wieder auf. Ich will schneiden schon einmal gerade das hier alles durch. Ich mach schon mal ein Messer raus. Nicht vergessen, immer mit den Nacken auf dem Boden. So, zack. Gut, ist durchgeschnitten. Okay. Gut, dann. Frage zu dem neuesten Dispatch wegen dem Wohnmobil auf der Autobahn. Würde ich sagen, ich hebe ihn gleich einmal kurz an, dann schiebst du einmal das Bein bitte drunter. Abschleppen oder wie okay, ist das? Weil das gehört so ja nicht dem Dispatch-Schreiber laut Dispatch. Ich gehe noch so weit. Ja, aber sind die auch so weit? Ja. Sind die Schmerzen ein bisschen besser geworden? Bringst du den Abschlepphof? Ich fühle mich so ein bisschen high. Ja, das ist so. Waren doch normalerweise sowieso Wohnmobile immer zum Abschlepphof. Okay, dann auf 3. 1. Dass wir bitte auf der Autobahn stehen, ja, würde ich auch unterschreiben. Bisschen annehmen. Okay. Gut, dann ab okay. Und dann ordentlich draufdrehen. Was denn aussieht, du bist. Dann würde ich zum dann kriegen wir ihn einmal hier aufs Board. Und dann hier einmal rüber. Na ja, gut, dann. Jo, also, gerade keine Mods da drauf, meine Freundin ist safe da. Okay, dann bringe ich sie einmal hier auf den Berg runter. Es war einmal ausbauen. Haben die Damen von den Mechanikern noch Fragen an den Fahrer? Wo sind wir? Was? Warum also noch irgendwelche Fragen. Sollen wir es reparieren? Du holst es oder abschleppen? Okay, perfekt. So, mein Lieber, du hast die Ehre. Ich mach das halt nicht mehr. Ja, gut.
Oder soll ich den Kühler wieder anschließen, oder? Ja, mal, wir müssen jetzt einmal, genau, wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir das Auto mal fix machen, dass man mit dem Motor nicht mehr raucht. Ja, ich denke mal... Wobei, lass mich anbinden, ich will das probieren mit dem Shido herumgehüpfen. Ich mach nur das mit dem Kühler. Also sollst du nicht dein Gesicht verbrennen. Alles gut. Ist nur ein bisschen schlimmer als Schießpulver. Du da doch eine Masken rauf, erst Azubi. So. Ist das denn? Wollen wir nochmal kurz dann die Werkstatt zuschließen, weil sie doch ein bisschen voll wieder? Zeit vor. So. Anbinden. Jetzt wäre Marco los, wieder funktioniert. Lecker ist wieder geschlossen. Komm, steig ein. Na, wir schieben da rückwärts runter. Für uns nochmal kurz außer Funkbesprechung. Ich mach mal kurz Powernap. Ten vor. Fahr mal. Warte mal, ich nehme nur den Dispatch an. So, ist erledigt. Bist du eh noch da oder so, gell? Bist nicht eingeschlafen? Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Ich bin nur ruhig. Muss ja nicht die ganze Zeit reden, oder? Doch. Eine Grundvoraussetzung bei uns im Job. Eine Grundvoraussetzung zu reden? Du musst Dauerquasseln. Dauerquasseln, okay. Genau. Na, nur Spaß. Bin selber nur ruhiger Kerl. Ich bin nur gefragt, weil manchmal sind die Leute auf einmal weg und reden sie nichts mehr. Die eingeschlafen sind oder so, weiß ich nicht. Na gut, ich versuche ja auch mal manchmal mit den ganzen Einwohnern gesprächig zu sein, aber dann sind sie halt so verklemmt. Voice Cracks sind halt auch real. Ich dachte immer so, jetzt so, liegt es daran, dass ich jetzt Kroate bin, oder komplex Slavik oder sowas. Irgendwie so, aber nicht, aber da sind die allgemein so. A9, Ankunft, Dispatch. Kurz, gut, wie? Finde ich manchmal echt schade. So, wir müssen mal rund. Oh je. Aber bitte kann man mal appreciaten, schon über 3 Stunden ohne Missing Textures. 3 Stunden ohne Crash, vollstes RP-Erlebnis. Können wir das einmal appreciaten? Das ist schon heavy shit. Rein da. Bei der Werkstatt ist was los, das ist unglaublich. Ah, das mit dieser... Mit den Anbinden ist genauso bodenlos wie der Kennzeichen. So, bin wieder back im Funk. Kurze Info für euch. Ich bin kurz außer Haus, neuen Azubi einkleiden und sein Fahrzeug aus der Versicherung. Arizo, fuck, lebst du nur von YouTube? Nein. Das liegt daran, dass wir umgebaut haben.
Stimmt, achso, ja, ja, Setup. Ja, nee. Ich bin dann da hoch jetzt mit dem Taxi. Hab's Auto gesehen und war gut, fahr ich hier hoch. Ja, ich in der Werkstatt. F5 und F5. Warte. So, kannst. Ja, hier die Bühne steht, ist halt. Ja. Mach jetzt den Shido. Kurze Frage, weiß jemand, was das Auslösen aus der Versicherung kostet? Privatwagen? 800? 500. Ne, ich glaube, keine Ahnung. 500 müsste es sein. 500. Oh, wenn du jetzt schon wieder anfängst, ich hör dir, dann zieht dir der Rentner die Hammelbeine lang. Da drüben. Ah, das ist doch richtig bodenlos. Ja, du weißt nicht, du bist. Bei mir so die Lackierung noch so aus? Bei Shido sah das so einfach aus. Die Lackierung sieht anders aus. 6 wieder drin, echt nach Code 0, nach vorne. Also magst du es probieren? Oh. Probierst du mal. Der dritten Bühne steht ein Mustang, der schon seit einer halben Stunde wartet. PD Mustang. Also ich arbeite in der IT. So, Update. Wieder? Ja, liegt das daran, dass so viele Fahrzeuge da sind? Warum geht's anbinden immer so problemlos? Jungs und Mädels, jemand für einen Ankauf noch mal vor der Tür stehen, seid zu lieb, dann lasst ihn mal rein, das ist Dario. Na, in den da. Oh. Das Auto auch. Doch, volle Kanone, Vollzeit. 40 Stunden. Hallo, mein Schatz. Also ich arbeite normal 40 Stunden die Woche. Du noch nebenbei auf RLO arbeiten. Also unbezahlt natürlich. Und streamen tue ich auch. Also, ja. Und streamen ist aber mein Hobby. Das ist gut. Nee. Magst du mal schon wieder runter? Magst du mal probieren? Ist denn heute los? Nee, alles gut, danke. Kann mal einer der Mechaniker irgendein Tor aufmachen? Ich muss hier raus. Das ist super nett, danke. Dankeschön. Würdest du Kurt auch helfen, würde er dich nicht bezahlen? Ich krieg ja nichts bezahlt dafür. So ist ja die Frage eigentlich überfällig. Wir müssen einfach. Hä? Ich krieg von RLO verdiene ich keinen Cent. Einmal runterfahren. Hey, wie hast du das denn jetzt hier bekommen? Magische Hände. Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen einfach mal ein Powernap machen. Ich glaube, das würde vielleicht schon mal besser bringen. Ja, kann sein, ja. Nee, ist abgebunden, könnt ihr runterfahren. Okay. Hat jemand vielleicht eine Idee? Da mache ich vielleicht mal wirklich ein Powernap. Wenn der Camper sich zwar aufklappen lassen hat, aber ich nicht einstellen kann. Powernap hilft immer. Nochmal versuchen aufklappen. Gut, ja, dann geht nicht. Der ist angeblich schon offen, aber ich kann nicht einsteigen. Ja, dann gucken wir mal. Warte. An der Beifahrerseite versuchen. Uiuiui. Ebenfalls nicht. Fahrt's durch. Dankeschön. Fahr. So, ich geh jetzt mal auf Ehre Powernappen. Ja, hat sich erledigt. Warst du mal weg? Ich muss im Parkplatz. Danke. Wenn ich da jetzt einpacke. So,
gehen wir powernappen, vielleicht hilft's ja. Ah, dieses Anabbinden. Ich meine, es ist jetzt kein akuter Bug, aber es ist halt trotzdem schon hart nervig. Aber 263 Leute wieder am Sonntag, 20.15 Uhr, ist die Primetime. Das ist gut, das ist eine nice Statistik. Also das ist schon schön, immer zum Zuschauen. So, okay, warte mal, die Mucke muss weg. So, passt. Wegen der Frage, was sind das Echtfahrzeuge mit Replaced-Logo? Das sind die badgte Anlehnungen an Fahrzeuge, die echt existieren, ja. Wenn es nicht geht, einfach quit. Das ist immer, in der IT immer das Beste, was man machen kann, ist einfach neu starten. Das ist immer die Lösung für die meisten Probleme. Jeder, der in der IT ist, fühlt das jetzt, was ich sage. Ticket wird eröffnet, das und das und das geht nicht, schon mal PC neu gestartet. Nö, dann machen sie das einmal. Danach, ja, geht wieder alles. Super. So, ich hoffe, ich habe den Schlüssel jetzt nicht dadurch verloren. Gottes Willen. Na, hab ich nicht. Gott sei Dank. Jetzt bin ich jetzt schon wieder eilig, wahrscheinlich gerade wieder Juve. So, jetzt muss ich erst einmal wieder in Funk rein. Und? Ist er wieder da? Öffnen Sie. Hier muss auch wieder da. Hallo. Oh. Okay, und jetzt haben wir noch, was brauchen wir jetzt? Hier, was? Was? Schnauzen, dass sie sich benehmen sollen, nicht an die Scheibe klopfen. Wer war's? Ja, die Personen da drüben klopfen an die Scheibe und schreien wegen, ist Notfall. Warte mal. Hey, ihr Pfui-Koffer, was macht's da bei der Scheibe? Weg da! Was klopft's denn hier zu Scheiben hin? Dürfen wir rein? Dürfen wir rein, ja. Was hab's... Macht's da für einen Stress? Seht ihr, dass gerade viel los ist? Jo, passt, ja, wir warten. Nur Fragen deswegen, weil das zu abgeschlossen ist. Deswegen wundern wir uns, dass wir. Ja, das ist, weil wir gerade Stress da drin haben. Okay, warte mal, ja, dann. Mal. Haben wir wieder Kapazität drin? Also, Notfall! Satzer im Auto. Bis auf einen. Bitte, was? Also können wir Leute reinlassen, oder was? Warte mal ein bisschen Ruhe. Voll, also warten wir bis ein bisschen mehr weniger Fahrzeuge wechseln. D6 über einen markierten Dispatch. Warten Sie noch kurz, die Herrschaften. Ja, alles gut. Shido, bist du wieder in der Werkstatt? Circa 2 Minuten. Jetzt hopp. Sind noch für Dispatches offen. Ja. Aber von die Hebebühne her haben wir genug Platz drin. Was? Oh, Arm. Also Mafia. Was? Sehr was? Grüß dich. Rheinland-Pfalz dazu sagen. Sehr hallo. Was? Guten Tag. Sehr was? Schau. Ja, machen wir das mit ihm, oder? Da brauchen wir doch niemanden, oder? Könnt ihr auch, ja. Ich glaube, ja, der macht das nicht. Was denn? Ja, doch, klar macht er das. Kaufst du an? Was kaufe ich an? Die Rohstoffe. Ja, haben ein paar Rohstoffe. Sapsen. Ich hab. Pass auf, ich habe vorhin verkackt. Ich habe Aluminiumerz 8 Stück und verarbeitetes Eisen 23 Stück. Ich habe 11-mal Eisen und 7-mal Aluminium. Okay. Ja, warte, ich spreche mich nochmal kurz ab. Ja, ich habe das eine noch als Erze, falls das wir haben. Shido ist gleich vergessen. Da, ich habe ihn schon angerufen, aber er hat gesagt, er braucht noch ein bisschen, bis er da ist. Ja, na, der ist in ein, zwei Minuten da. Ja, ist immer ein, zwei Minuten. Ja. Hütte ist voll, schau. Bitte. Ach, schön. Bitte. Hallo.
Ey, tu mir ein bisschen leid schon. Bravo, Shido, bravo! Da kannst du auch von der Hupe mal runter, Herrst. Wir haben's verstanden. Denkst du sie nicht so auf? Immerhin muss der Herr dann ihr Auto reparieren. Ein bisschen mehr Respekt. Ich sehe Geister. Ich höre Geister. Hä? Stark. Hä? Hä? So. Sie gehen jetzt einmal vorne rein, gehen auf die Hebebühne 3. Alles klar. Gut. Passt. Dankeschön. Ist für mich auch schon bloß drin. Wartens. Ja. Und rein. Was, danke. So, die Dame, das ist ihr Auto oder was? Warten, hallo, wartens. Die Dame, wollen Sie rein? Ja. Das ist nicht unser Auto. Das ist nicht unser Auto. Also, welches gehört Ihnen? Unsere stehen da hinten beide. Hier hinten da, die beiden. Ja, was, dann fahrt sie rein, wenn der nicht da ist. Was bleibt dann da stehen? Beide Fahrzeuge? Ja, beide. Was ist mit Ihnen? Okay, danke schön. Dann frage ich Sie am besten, wenn Sie gerade zuweisen. Wie sieht's aus mit PD-Fahrzeugaufbereitung zwecks Tuning? Haben Sie da noch Möglichkeiten zu heute? Tuning? Muss ich nachfragen. Ja, das wäre ganz lieb. Du bist ja nicht nach etwas längerem Kopie. Etwa. Einfahren, auf den nächsten freien Platz dann nehmen. Hey, was drängeln die sich vor? Wer ist als nächstes dran? So, warten Sie mal kurz, lass uns den jetzt mal rausfahren da. Bei mir hier hinten steht noch ein Motorradfahrer, ich glaube, der wartet auch schon eine längere Zeit. Motorradfahrer wo? Stellen Sie Ihr Auto mal rein, dann klären wir das drehen. Ja, machen wir. Bist du deppert, Alter. Bist jetzt Türsteher geworden. Was ist die wie? Ich hab da alle zusammen. Von deiner Seite ein bisschen reinhängen, nur ein bisschen vorstellen, Eindruck schinden, dann klappt das. Gido, ich kann von denen was abkaufen. Was haben wir jetzt gerade noch für Preise? Von wem? Dann übernehme ich das gern. Ja, da drüben, warte mal, komm mit. Ich weiß, Dario ist da für mich. Der ist da. Ist doch schon da. Achso, ich dachte, warte, ich hab schon geholt. Nee, der kommt gerade angewatschelt. Da ist er doch, Dario. Da ist meine rechte Hand. Ja, perfekt, komm mit. Wir waren heute schon bei euch, oder? Lukas, ja, Shido, wir haben ein Angebot. Hallo. Grüß Gott. Auch hier. Ja. Was habt ihr angestellt? Da müssen wir auf einen anderen Kollegen warten, der Jundorf. So. Das Auto, was hat er denn? Scheibe. Das ist für meine Frau. Scheibe, Dädeln haben wir. Die, genau, extrem viel Dädeln. Und Lichter sollten aber bald noch funktionieren. Passt, Reifen sind intakt, sehe ich. Mhm. Motor, passt alles oder? Ich habe keine Ahnung von Autos, also müssen sie selber reinschauen. Ah, alles klar. Kurze Frage. Weißt du, was für ein GT86 ist? Die ich kann es morgen nee, noch mit drauf den, zu machen. Den Herrn nach rechts fragen, der zu dir kommt. Muss ich nochmal den Bestand die klären. Ressourcen hätte ich dafür auch. Ja passt, die können uns mal geben, dann ist kein Problem. Begibt sich nun zur Werkstatt. Ich habe das heute mit dem Herbert, glaube ich, abgesprochen. Den knappen 10 Eisen sein. Für eine voll, also beste Panzerung. Muss ich schauen, ob das reicht, gell? Ich schau kurz. Lass mal Pizza essen. Babyblau haben sie gesagt, oder? Also... Oder Weiß. So. Ja, eins muss ich sagen, dieser Trubel, das taugt mir. Da geht richtig was weiter. Volle Panzerung. John, hättest du Zeit für ein Tuning? Muss ich kurz gedulden? Können Sie? Ja. Können Sie Fahrzeuge tunen? Gar nicht. Was brauchen Sie? Genau, ich würde gerne fragen bezüglich meines Bikes, was da das Tuning kosten würde. Jawohl.
Schau ich mir dann gleich an. Bitte geht ja, gut, danke schön. Das wäre dann der hellblaue GT86. Ja, die Bahn zuletzt. Ich bin echt ein bisschen länger warten. Jo, guck mal, die hier weiß, die sind länger hier drin und macht die einfach, was ich jetzt mache. Ich arbeite mich einfach von hinten nach vorne. Ist das jetzt, wir machen einfach. Oder so. So, passt. Ich schau mir jetzt den Motor mal an. Danke, aufsperren, ja. Ja, okay. Jetzt nichts. Nichts Gravierendes, aber von der Delle hat er schon ein bisschen was. Muss ich nur nochmal schauen. Sagen Sie mal, sind Sie nicht der Herr Konda vom Autohaus, der Chef? Ich bin, ja, das bin ich. Ja, ich dachte mir nämlich noch, Sie haben uns letztens die Kennzeichen verkauft, wo wir so lange gewartet hatten und dann eigentlich schon gehen wollten. Ja. Mal hier, mal dort. Ja, so. Ja, wenn Sie am Rücken so schauen, das ist die AK Corporation, deswegen ich muss überall sein. Ah, okay, ja, verstehe schon. Ja, man tut, was man kann. So, schauen wir uns mal. Shido, ein Sören fragt, ob du Zeit für ihn hast. Aber das Mechaniker-B ist schon geil, oder? So die Möglichkeiten und so, was man machen kann. Freunde, eins in den Chat. Bis auf dieser Scheißhebel. Muss man schon sagen, oder? Jetzt darf ich nur nicht wieder verkackeiern. Alter. Ich schwör, dieses... Ich hasse... Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich hab nichts gemacht. Nein, alles gut. Wieder hin. ASICS Ankunft Werkstatt. Also nicht mal mehr, woher die Delle kommt. Ne? Wappelt sich da. So, lass. So. Und dann noch. Schau ich mal da, was wir da hinten alles haben. Ganze Lager. Ja. Lackierkabine. Ah, da ist er! Sorry! Deus! Ich bin so blind! Da wollte gerade ein Sieger laufen, komm. Bin ich noch im Auto? Ich glaube, ich bin jetzt. Wenn es Licht ausgeht, bin ich der Schuldige immer. Deus! Ja, bitte! Du bist schuld. Nicht rein, Konda, du hast Zeit! Hallo? Du Deus ist schuld. Hallo? Ja, okay. Hab keine Zeit. Ja, also ja, nee, das, null Anstand. Ging schlimm. Gar nicht, aber das ist ja bei uns nichts anderes. In meinem Krankenhaus ja genauso. Ja. Shido, komm mal kurz zum zweiten Schlaf. Jetzt ziehen sie die wieder vor, weil die natürlich bewusstlos. Ja, Heike. Was soll man sonst machen? Eine Schnittwunde sagen, oh, eine Schnittwunde, während der daneben bewusstlos herumliegt, oder was? Ja, manche Leute lernen es einfach nie. Oh, shit, Alter. Wie heißt es immer so schön? Geduld ist eine Tugend. Das kannst du laut sagen. Das haben nur die wenigsten, die Tugend. Sehr, sehr, sehr wenige. Weil wir arbeiten beide im Krankenhaus. Oh je. Das da geht wahrscheinlich nicht besser, wie dazu. Ja, das ist dasselbe, nur dass wir eben die Menschen reparieren und sie die Autos. Ja, ich repariere lieber so Autos. Möchte. Meinen größten Respekt. Das kann auch viele Nerven kosten, ja. So. Sollte wieder gut sein. Jetzt bauen wir noch die Panzerung.
informativ zu der Golf 5. Auf der 5. Bühne habe ich ein paar Sachen in den Notizen stehen. So, das wird jetzt auch passen. Was haben wir jetzt? Genau, jetzt sind wir mit die Rechnung dann fit, gell? Mhm. So, wir haben Panzerung. Na, no, das ist nicht das. Menge das. Wir brauchen Kleinteile, Karosserie, Stoßstange vorne haben wir eine Menge einmal. Dann haben wir. So, aber ey, geht jetzt erstmal 10-7. Bis morgen. Rotflügel. Wir haben eine Scheibe. A6 übernimmt Maxiten Dispatch. Einmal. Wir haben. Also wie hat Jungs jetzt 10-7. Schönen Abend auch. Kleinteile. Wir haben einen Motor haben wir gehabt. Ich hab nochmal, ich glaube noch mal irgendwo. Also nicht von euch, aber nein, ich hab bloß noch einen. Oh, ich bin zu schnell gefahren. 1150 und dann haben wir noch die Einbaupauschale. Okay, wir haben 1800 Dollar. Soll ich das innehmen? Für Einbau und Motorreparatur und Ausbeulung vorne, Kotflügel ersetzen. Ja. Kann ich das ingeben? Na, aber die schnell in der Rechnung aus. Okay. Kitchen? Perfekt. Danke. Dann der Wagen ist fix. Dann mache ich den anderen gleich. Ah, Sie warten schon länger, gell? Was ist denn das Problem? Jo. Ja, mir ist hier jemand seitlich reingefahren, als mein Wagen abgestellt war. Vorne und hinten. Vorne und hinten, okay. Ja, die Lampen gehen vorne komplett nicht mehr. Hinten ist das Fahrerrücklicht ebenfalls kaputt. Die Scheibe ist defekt. Mögen Sie sich einmal, okay, bei mir schaut ja nicht so dramatisch. Setzen Sie sich hier mal rein und machen Sie mal die Lichter an, dass ich mir das anschaue. Ja, sicher. Okay. Gut. Licht an. Ja. Okay. Schau nochmal hinten. Okay, passt. Schauen wir mal. Ja. So. Soll ich mir das immer... Soll ich so lange in den Wartebereich gehen? Bin gleich fertig. Der ist bei mir nicht so dramatisch. Ich werde nur die Lichter tauschen. Ja, ich wurde schon das zweite Mal von der Polizei auf dem Weg hierhin angehalten, die mir doch dringend geraten haben, auch mal herzukommen. Ja, ja. Dispatch. Ja, ja. Das war vorhin mal jemand da, hat nachgefragt, dann irgendwie durchgefunden und dann... Ja. Ey, nein, konnte Fahrzeug mit Hilfe von Homeland jetzt endlich aufladen und fahrt ab Klepphof. Gehabt und noch mehr mitgebracht bei Shido. Und der hat auch irgendwo ein Teppich zum Netz gehabt. Und meinte, ich soll einfach am Abend nochmal kommen wegen der Party. Freunde, schaffen wir noch die 10 Likes heute? Würde mich ja mega freuen. Das wäre der Wahnsinn. Okay, ja, kein Problem, danke trotzdem. Aber mein Kollege, sein Auto, das müsste einmal repariert werden. Ich weiß nicht, was mein Kollege gesagt. So. Die haben zu viele Gangschlüssel, ne? Ist das denn die Meinung? Also, schwierig. So. Jetzt ist er wieder schön, oder? Ja. Sie haben ein Händchen dafür. So, das sieht... Genauso aus wie neu. Und jetzt gehen's rein und machen nochmal einen Lichtercheck. Gerne. Runde. A2, ein Treffen am Schlepphof. Na, war? Wieso wollen sie jetzt nicht? Naja. Okay. Irgendwie klemmt, glaube ich, gerade der Schalter. Ich weiß nicht. Ah doch, bei mir gehen sie. Oh, sie ist okay. In der Spiegelung. Ja, dann. Sehen Sie? Ja, stimmt. Ja, Sie haben recht. Alles perfekt. Gut. Okay. Passt, dann schön, mache ich die Rechnung. Gerne. Gute Arbeit will bezahlt werden.
Wir haben viermal Licht. Wo ist denn da das Licht? Licht, 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 Licht. Scheinwerfer vielleicht. Scheinwerfer. Blinker. Scheinwerfer, je. Viermal. $400. Was macht $400? Oh, das ist aber preisgünstig. So, waren ja nur vier Lichter. Ja, dann. Das mit der Delle, wie gesagt, das habe ich nicht so wahrgenommen. Wollen Sie es bar oder stellen Sie mir eine Rechnung aus? Begibt sich nun zur Werkstatt. Rechnung ist jetzt am Weg. Ah, okay. Ja. Zu wem muss ich gehen? Jawohl, danke schön. Dann gute Weiterfahrt, gell? Ja, ich wünsche Ihnen noch, ja, ich würde ja sagen ruhigen Dienst, aber hier ist ja heute die Hölle los. Bude ist voll. Bude ist voll. Ja. Schönen Abend Ihnen, ciao. Ciao. Danke. So, was fehlt ihm? Dem fehlt tatsächlich nichts, aber ich war heute Mittag mal da und hatte Shido Materialien für die Panzerung übergeben gehabt und er meinte, ich soll einfach am Abend vorbeikommen, dass sie dann eingebaut werden kann. Achso, die Materialien hast du schon übergeben? Genau, das hatte Shido auch irgendwo im Tablet notiert. Jüngling ist der Name. Gut. Shido? Hey, nein, Ankunft, Abschlepphof. Ich glaube, der läuft da gerade da rum. Wo ist er denn? Ich habe ihn vorhin irgendwo mal rumlaufen sehen. Wisst ihr, wo Shido ist? Ja, was gibt's denn? Der Herr Jüngling ist da, meinte, er hat heute schon die Ressourcen vorbeigebracht für seine Panzerung. Ja, das ist richtig, denn das darf man ihm quasi schon mal lassen. Gut. Also er hat's bezahlt und so. Also den Einbau hat er noch nicht bezahlt, natürlich. Ja, genau. Da steht drin eine Rechnung in Höhe von $2000 und der Herr sagt, das Auto wurde nur abgeschleppt und schöne Tür repariert. Also ja, vielen lieben Dank. Schönen Tag noch. Das kommt mir ein bisschen suspekt. Danke. Allein. So, ja. Der Konda in der Action. So, wir brauchen 10x. Was war's? 10x Eisen war's. Du kannst das dann austragen aus dem Tablet, Shido. Ich baue auch die Panzerung ein. Danke dir. Wie schön Leben kommen, dann kann ich kurz runter. Dann kann ich mit den Herrschaften verhandeln, sonst nee, müssen die warten oder später kommen. Servus. Reden erstmal ein Bentley gegönnt. Genau, also was es kostet. So. Los. Wir haben das jetzt geklärt. Mhm. Ich gehe es mal herstellen, gell? Jo. Das war gerade ein Brainfuck von mir. Ich habe vergessen, mit der Box rausrennen. War jetzt unschön, aber wurscht. Passiert. Ey, du auf dem Weg zurück zur Werkstatt. Bitte? Kommt frei? Bist du what? Bist du gerade frei? Noch, warum? Weil Jana möchte dir Material geben. Vorkommen in die Reception, bitte. Ich arbeite hier heute allgemein ein bisschen schneller, weil halt wirklich... Es ist Stress. An die Tuner, wie viel Unterschied ist denn das optische Tuning zum Bennys? Schon einiges. So. Panzerung ist drin. Jawohl, vielen Dank. Mach mal. Gut. Einbau $750.
Geht das auch auf Rechnung, oder? Das geht auf Rechnung. Genau, würde ich dann auch gleich. Ich schicke über markierten Dispatch. Wusste nicht, dass da so viel Geld über die Theke fließt. Bitteschön. Ja, Sekunde. Ich schicke wieder so viele Fahrräder davor. Ey, nee. So. Wir müssen was dagegen machen. Ich kann leider nichts dagegen machen. Was? Wunderbar, danke schön und schönen Abend noch. Okay, danke, ciao, dir auch schönen Abend. Danke, tschüss. Ja? Jetzt nochmal wegen dem Tuning für das Bike. Ja. Könnten Sie da schnell rüberschauen, was es kosten würde? Mach ich, ja. Volles Tuning oder was? Was volles Tuning kosten würde und nur ganz leichtes Tuning. Ja, Moment. Schöne Frage. Bis morgen. Hallo, was los? Frei, soll ich einfach hier warten und jemand kommt auf mich zu? Dann muss ich mich bei jemandem melden. Das Tablet ist ja auch geil, oder? Dann jemand kommt auf Sie zu. Alles klar. Jo, bitte. Gewindefahrwerk Pro. Kann man da Sportbremsen? Achso, nein, ich brauche Sportbremsen, brauche ich Elite. Oh. So. Ist weg. Gewindefahrwerk ist das Gute. Die Sportbremsen machen wir die Elite. Überlegung. Sportgetriebe Pro Renngetriebe. P6 Ankunft Dispatch allerdings vor Ort. Was niemand macht die gerade? Panzerung Stage 4. Okay. Was haben wir da noch? So, Tuning Chip. Turbo. Dann haben wir noch den Tuning Chip Stage 4. 28.000. Volle Kanone, $28.300. Okay. Ach, der Heilige. Und wenn es weniger ist, das Tuning? Muss ich nochmal durchrechnen. Oder was würde ein Turbo kosten? Nur ein Turbo? Nur der Turbo, ja. 5.600 Dollar. 5.600, passt das überhaupt in ein Bike rein? Ja, ja. Ja, ja, sonst würde ich nur das Turbo-Tuning draufpacken. Okay, machen wir. Schau ich kurz, was ich für Herstellung brauche. Jawohl. Ich finde das so geil mit der Wirtschaft und so, dass man so Handelsbeziehungen und alles. Dem Crafting, das ist halt schon geil. Turbo-Kit. Brauche ich 6x Eisen, 1x Silber, 1x Platin. 6x Eisen, 1x Silber, 1x Platin. 6x Eisen, 1x Silber, 1x Platin. Bin gleich wieder da. Jo. 6x Eisen, 1x Silber, 1x Platin. Hat er sich denn jetzt gekauft, der Aiden, oder was? Kennzeichen Chiron, was ein Flexer. 6x Eisen, 1x Silber, 1x Platin. 6x Eisen, 1x Silber, 1x Platin. Wie Platin haben wir denn eigentlich noch? Oh, haben wir hier noch. 1x Silber, 6x Eisen, 1x Silber, 1x Platin. Okay. So, jetzt mache ich das aber mit E-Box. Also langweilig wird denn der Werkstatt definitiv nicht. Aber ich will jetzt bald Feierabend machen, weil holy shit. Mir raucht der Schädel. Aber mir hat es echt gefallen. Mir hat es richtig Spaß gemacht.
Turbo-Kit. Crafting Turbo. 1, 2. Und wir haben jetzt einen Turbolader. So, let's go. Ist offen. Sie haben gesagt 5600, richtig? Genau, ja. Jawohl. Kriegen Sie das von mir oder soll ich das in die Kasse einzahlen? Wir machen das in die Kasse. Jawohl. Dann würde ich das jetzt gleich machen. Ja, mach mal. Passt. Turbo ist verbaut, Meister. Ist, habe ich bekommen. Turbo ist verbaut. Schöne Fahrt. Jawohl. Danke, gleichfalls. Rollendienst. Danke. Kurze Frage. Ist gerade ein schwarz-graues Motorrad in der Werkstatt? Ja. Schuld. Ja! Keine Ahnung. Tja, bist ja noch dran schuld, ne? Deus! Und die auch so. Geh runter! Shido hat mir Strafzeit gegeben. Der hat wieder passiv ja, Strom auf. Shido hat aber gesagt, du sollst da nicht sitzen, sondern in der Hocke. Dass die Schenkel mal brennen. So. Shido, das kann so nicht weitergehen mit dem Gudeus. Der sitzt da oben im Schneidersitz, er muss aber in der Hocke stehen. Ja, das war eine Bestrafung. Du darfst ihn gerne wieder runterlassen, er soll arbeiten. Naja, er soll in die Hocke gehen da oben und stehen bleiben. Achso, ja, ja dann. So wie das der gute alte Shaolin macht. Richtig. Gudeus, ja genau. Jetzt brennen einmal die Schenkel. Ja, dann kann man nicht weiter hochfahren. Leider. So, Jungs, und ihr tut jetzt... Eine Frage, hat jemand was zu essen? Wenn du da runterfliegst, hast du ein gebrochenes Genack. Ich muss gerade Strafzeit sitzen. Ja, ist der Gudeus, der macht das. Komm, stehen. Ja, ich weiß nicht. Wenn das passiert, dann ist er querschnittsgelähmt. Ja, aber an meinen Schlepper drin. Ja, zum Glück nicht. Eieiei. Grüß euch. Bin... Hallo. Hallo. Der Golf hin. Schleppert. Ja. Also ja. Einiges hin. Oder wenn dieses... Der eigentlich wäre neu kaufen. Ich fährt wieder schlimm. Zurück zur Werkstatt. Okay. So schlimm. Bestimmt. Seid ihr da schon dran oder was beim Golf? Nee. Ah, okay. Guck mal, bei deinem Auto steht jemand. Hallo. Nein, okay. Und wenn ich umkippe, dann bezahlen die beiden halb meiner Rechnung. Shido, bin jetzt schon seit 4 Stunden da, ich gehe zu meinem Feierabend. Das hast du dir doch wohl verdient. Das ist der von der Sabine Clea. Weiß was ist, immer ich bin erreichbar. Ja? Ich wünsche euch was. Ich danke dir, haust rein. Ciao. Schönen Abend euch, Jungs. Haut's rein. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Wo ist er denn jetzt da? Samuel. Yes. Für den ganzen Stuff, den du dabei hast. Könnte ich dir dann 16.550 geben. So. Ich leg mich aber... Danke, Marc. Geil, ich bleib gleich da schlafen. So, in diesem Sinne, morgen ist Montag, wir müssen arbeiten. Eigentlich haben wir da noch den Aufzug. So, was war mit mir? Ich habe meinen Namen nur im Funk gehört gehabt, gerade irgendwas so. Mit dem Notiz im Tablet. Wegen deinem Fahrzeug. Ja, ich will. Okay. So, meine Lieben. Also, ich hoffe, wir haben die 25 Likes geschafft. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, würde es mich mega freuen, wenn ihr hier kostenlos ein Abo da lässt und auf die Glocke... Schluck auf. Und auf die Glocke haut. Ich hoffe, euch hat der Livestream gefallen. Ich hoffe, euch hat das RP heute gefallen. Er haut den Griller da oben an. Stark. Und ja, Freunde, würde mich sehr freuen über eine positive Bewertung und über ein Abo. Könnt ihr auch gerne auf meinem Discord joinen und mir auf Instagram folgen. Beide Links dazu in der Beschreibung. Und
Erzählt euren Freunden gern von dem Stream oder teilt es auf Social Media. Das ist alles super, super, duper kostenloser Support. Auch jetzt nach dem Stream reingehen und mir ein nettes Kommentar da lassen, hilft auch ungemein. Ja, danke für die kostenlose sowie kostenpflichtige Unterstützung und ich küsse euer Herz. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, Baba und Tschüss.